Wir brauchen ja im Schnitt 3 Personen auf Twitch für. Damit wir hier Kanalpunkte haben und so weiter. Aber auf die Poo-Challenge freue ich mich wirklich schon, weil. Die wird dann wieder einfach nur verrückt und witzig. Das wird der Hammer. Denk, oh Gott, vielleicht kann man seiner Magie Klamotten verbrennen. Das wäre wirklich der Traum von einem jenen Anime-Protagonisten. Ich wollte gerade einsetzen. Ich wollte es gerade einsetzen. Ich glaub's nicht. Ja. Oh, ich bin. Oh Gott, bleib oben. Dankeschön. Guck mal, ob ich. Oh, umfang so selten entlang. Da, ich bin reingefahren, reingedüst. Das Speedspiel heißt Princess Peach Showdown, Showtime. Ja, das Speedspiel, sag ich ja. Aber ja, ist witzig, ich hätte ja auch nachschauen können, es ist direkt neben mir. Ja, oh, Stern, Tiet. Oh Gott, wieso driftet der nicht? Der driftet nicht. Ha, weggenommen, hops genommen. Der hat auch einen Schalker gespielt. Kann mir nochmal hops nehmen. Ja, nochmal hops nehmen. Stark, zweimal hops genommen. Der Hammer. Der Hammer. Was mir letztes Mal so aufgefallen ist, das ist zwar jetzt ein bisschen irrelevant, also nicht irrelevant, aber ein bisschen aus dem Nix. Ich habe so einen YouTuber angeguckt, der heißt Matthias Berger. Er hat bestimmt einige auch auf Tour geschlagen bekommen, er hat ein bisschen weggegelt, glaube ich. Und da habe ich so ein Storytime-Video von dem angeguckt. Und holy moly, kann der gut erzählen. Der kann einfach gut reden. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das nicht so gut kann. Der erzählt da einfach richtig souverän. Macht da seine Erzählweise richtig gut, stottert kaum sozusagen, kann richtig gut erzählen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich das nicht so gut kann. Und dass ich das gern üben würde eigentlich, das Reden. Quasi, dass ich Sachen erzählen kann, besser und so weiter, mache ich das. Nur mal ein bisschen den Value von dem Stream steigern würde. Wie ich erzähle, wie ich rede, weniger Pausen beim Denken, so wie jetzt. Und weniger stottern vielleicht. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Aber, ja, nur so ein random Gedanke, den ich dann hatte. Hat den jemand von euch auch vorgeschlagen bekommen? Haut mal raus, würde mich auch mal interessieren. Weil Star hat den auch vorgeschlagen bekommen, ein Kumpel von mir auch. Irgendwie jeder, den ich kenne und der auf YouTube unterwegs ist, hatte den plötzlich in den. Hatte den plötzlich in den. Auf der Startseite. Oh, 9. Ich muss besser werden. Wir mögen dich so, wie du bist. Ja, ich würde mich ja nicht ändern, das ist nur, wie ich rede, also. Weniger nachdenken, ein bisschen flüssiger. Am Ende bleibe ich der gleiche Trottel wie vorher, auf jeden Fall. Aber vielen Dank, Marie. Liebe geht raus an euch alle. Na, kommt dir bekannt vor, der macht so Zaubersachen. Der macht dann, ja, mit dem geht es schlecht. So, und dann, ist das eure Karte? So, sowas macht der, Zaubersachen. Schon wegen seinen Zaubertricks. Ich finde, der ist auch wirklich so sympathisch. Auch der Typ, der, ich finde ihn sympathisch. Oh, Pilz passt. Nur ganz ehrlich, das passt mit dem Reden. Eigentlich sind das wirklich die Besten. Also ohne Witz. Es ist auch immer das Problem. Man selber ist der größte Kritiker überhaupt. Weil ich halt genau, also ich weiß, was ich da gedacht habe, was ich sagen will, wie ich rüberkomme. Und ich bin auch selbst der größte Kritiker gegenüber mir selber. Das war jedem ja so. Deswegen ist sowas von euch wirklich sehr willkommen. Vielen, vielen Dank an alle. Irgendwie ist die Luft da oben auf der Switch kommt wärmer als die von einem Föhn. Ja, ich meine, ich föhne nicht, deswegen kann ich nicht ein. Wir sind voll, deswegen kann ich nicht einschätzen. Aber ich föhne nie, deswegen. Aha, Let's Play Markus. War das dieser LP Markus, glaube ich? Seine finstere Kleidung. Ganz ehrlich, so finster sieht die gar nicht aus. Ich mag die Farbe lila. Also ich finde sie gut. Steht dir, Flam. Ich mag lila. Steht hier. Kann man nichts sagen, aber finster ist er nicht. Oh, hab's genommen. Ist YouTube geschlossen? Ja, was? Nee. YouTube ist offen. Was meinst du? Steh ich nicht. Ja, wurde hab's genommen. Dönermann, Tro Erik, Bushu. Oh, wer war das? Tilo. Tilo? Felix, wie finden wir noch? Wo ist LP Markus oder so? Den Namen ich hier. Da ist wieder meine Kopie. Dann gucken wir, was jetzt anders ist. Das ist nämlich wie so ein Dito. Wie so ein Ditto, der hat immer was anderes noch. So, keine Augen, kein Mund oder sowas, immer so ein bisschen was anders. Gucken, was bei ihm anders ist. Oh, drückt die mich alle weg? Das ist doch nochmal eine Kopie von mir, nur halt das Auto zumindest. Auf der Name?
Muss ich gleich mal genauer drauf achten. Immer ist das besser, als mit Klamotten in den Pool zu springen. Oh, stell dir mal vor, du kannst die Fähigkeit von Flank nutzen, die Klamotten zu verbrennen. Und dann springst du in den Pool rein und in der Luft lässt du deine eigenen Klamotten verbrennen. Das wäre doch der Hammer, wie episch wäre das? Also, ich weiß ja nicht, das ist ja schon total bescheuert, aber irgendwie auch episch. Mit so einem Feuerball von Klamotten da reinspringen. Oh, erwische ich. Kiki, erwische ich ihn. Ah, nicht erwischt. Das war gar nicht das Letzte. Aber ich bin auf dem dritten Platz. Nein. Sag ich mal auf dem dritten und dann werde ich hops genommen. Dann was auch? Nein, oh Mann, oh, ich sag ja Gegenverkehr. Genau hier. Wir machen die Straßen unsicher. Ich fahre im Gegenverkehr. Geisterfahrer. Die anderen müssen ausweichen, nicht ich. So sieht es aus. Meine Doppelbox. Schon. Und Stern. Dönermann. Komm, du nur her. Ich nehme mich voll hops jetzt. Doch nicht, weil ich nicht zielen kann. Okay, von Family Scholz will ich eigentlich gern weg sein. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich habe schon das Ziel. Ich bin 10. Nicht 10. bin ich. Werde ich 8. 9. 8. 8. Stark. Stark, stark. 8. finde ich zufrieden. Auch wenn ich mal auf dem dritten Platz war. Was soll ich sagen? Und wisst ihr, was auch recht fies ist? Ich habe den Namen nicht geachtet. Hier riecht es gerade richtig, richtig gut nach Bolognese. Der Star kommt so ins Zimmer rein und sagt dann, sollen wir kochen? Ich so, ich muss gleich streamen. Sagt, ja, dann ich koche auch so. Was macht denn unten Bolognese, wenn ich stream? Und ich rieche die Bolognese, die riecht gut. Ich würde gerne auch essen, aber nicht im Stream. Bei mir nach Pfannkuchen. Ah, Pfannkuchen sind auch gut. Was gab's bei euch eigentlich so? Also, bei Lukas gab's Pfannkuchen? Bei euch? Thema. Also bei dir jetzt die Twitch-Seite, YouTube-Seite. Freunde, ich kann auch zaubern. Abracadabra und schubs, ist YouTube geschlossen. Ach so, ich kann auch zaubern. Abracadabra. Ich bin weg. Star ist frech, ist er wirklich. Aber komplett. Let's Play Markus Me kenne ich überall. Kleiner nicht, ist es. Muss ich gleich mal gucken. Wie Kage. Ob es nimmt meine Switch auch nicht. Ach, OBS nimmt meine doch nicht auf. Hier, wo ist er? Hier. Ah, der so bisschen, ich weiß nicht, gelangweilt oder cool guckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von den beiden. Wehe, wenn du meine Nachricht nicht liest, nun, dann werde ich. Hust, egal. Ich habe sie gelesen, die eine zumindest. Du hast deine Kleidung wohl nicht mit Bedacht gewählt. Ja, schick ist sie trotzdem. Kann man nichts sagen. Pfannkuchen mit Reis und Gemüse. Oh, ist eigentlich auch gut an. Mit Reis kann man ultra viel machen. Kannst du einfach richtig vielseitig. Einfach, da gibt fast alles. Das finde ich auch cool. Bei mir gab es BOM, Bomb. Und weg ist die Nachricht. Aber. Da kannst du jetzt mal bei mir Reis, habe ich gerade im Kopf überlegt. Weiß gar nicht, haben wir jetzt mal Reis gemacht haben hier. Ich bin auch mehr so auch so Maultaschen-Fan. Mach gerne ultra gerne einfach Maultaschen vom, also die gibt es ja so im 6er-Pack oder so. Einfach in der Pfanne anbraten, Ei drüber oder Käse. Und voilà, ist das 10-Gänge-Menü fertig. 10-Sterne-Menü meine ich. Wie sagt man das? Keine Ahnung, auf jeden Fall von der Sterneküche halt. Schmeckt richtig gut, finde ich. Da bin ich wieder ich vor uns, vor mir. Oder bin ich hinter mir, je nachdem, wie man es sehen möchte. Marie ganz vorne? Nee. Marie auf Platz 2. Wer ist denn ganz vorne? Ist das Quentin? Oh mein Gott. Ich glaube, Quentin ist der Kame. Ja, natürlich richtig stark. Oh mein Gott. Nudeln gehen auch immer. Ich habe ganz damals, als ich in meinem Studium war, also noch studiert habe, da habe ich in einer anderen Wohnung alleine gelebt. Und ich war immer zu faul zum Kochen, weil ich nicht für eine Person nur kochen wollte, mir die ganze Mühe machen wollte. Und dann koche ich halt für eine Person eine Portion. Da war ich keinen Bock, dann habe ich immer irgendwas das Einfachste möglich gemacht. Dann habe ich so viele Linsen gegessen. Nudeln einfach in den Topf, Linsen dazu und das war mein Mittagessen. Waren 10 Minuten fertig. Hat ganz okay geschmeckt für den Aufwand. Davon habe ich mich dann irgendwie ein Jahr lang ernährt oder länger. Das war vielleicht alles andere als gesund, aber es hat geklappt. Kann man nichts sagen. War einfach und gut.
Aber jetzt kann ich für zwei Personen kochen, dann lohnt sich schon ein bisschen mehr. Oder für vier Portionen, wenn man noch für den nächsten Tag dann kocht. Dann lohnt sich das, aber für eine Person weiß ich nicht. Immer so eine Sache. Jetzt können wir schön die Abkürzung nehmen. Nein, das heißt die Abkürzung, ich hab's voll verhunzt. Oh, aber ich habe mir noch selber geholt, oder? Zipter, richtig gut. Nunu ist unmöglich. Ich habe alles erklärt, warum meine Kleidung so ist, wie sie ist. Und du, Crabbe, liest das. Ich komme zurück. Ich habe sie an Frau Crabbe angepasst. Ein dunkles Lila wie die Farben der Sauerbande. Eine goldene Maske wie die, die es jedes Mitglied der Sauerbande trägt. Grünes Marktperlen wie Frau Crabbe sie trägt. Und meine beiden Feuerblumen sind jetzt Finsterblumen. So pink wie der edle Stein, der in Crabbes Stab steckt. Ich glaube, da hat jemand... Also... Mal zwischen uns. Ich glaube, Flamp ist in Frau Crabbe verliebt. Kann das sein? Hat da einen Crush drauf? Vielleicht können wir da was klar machen mit Flamp und Frau Crabbe. Dass Flamp nicht immer so bitter ist und die Welt mit Lemmy retten will und so. Nur mal so eine Idee. Bei mir gab es heute nichts. Dann ess was, Quentin. Ess irgendwas immerhin. Schöne Banane, einen Apfel. So eine rohe Mautasche geht auch immer. Bei mir riecht das nach Kuhmist, weil ich das Fenster offen habe und ein paar Meter weiter ein Feld ist. Kann ich mal die wohnen, Shadow? Ich meine, ich muss nicht nach Kuhmist riechen, aber ich würde gern so gerne aufs Land ziehen, wo ich die Tür aufmache und da habe ich dann so ein schönes, so eine schöne Weide oder sowas vor der Nase. Wo ich den Hund auf eine Wiese rennen lassen kann und nicht, wo ich rausgehe und dann Straße habe, wo Autos vorbeifahren. Also nur Straße. Kleine Runde Yoga zur Entspannung würde ich Flamp auf jeden Fall empfehlen. Yoga allgemein ist, glaube ich, echt cool. Ich esse jetzt gleich was, bis gleich. Nee, ich esse jetzt mal was, bis gleich, komme später wieder. Lass es dir schmecken, Melanie. Hau rein. Guten Hunger. Später. Der nutzt die alte Crabbe doch nur aus. Ja, das redet er sich ein. Also ich höre da schon ein bisschen mehr raus, als nur ausnutzen. Es ist so, ja, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Moin, Gamer, schön, dass du da bist. Heute ein Brötchen und zwei Toasts mehr. Oh Gottes Willen. Ja, okay, aber immerhin etwas gegessen. Ist schon mal das Genü. Manchmal will man halt einfach nicht wirklich was essen, das kenne ich. Dann ist man so ein bisschen was, dann ist irgendwie trotzdem satt. Das kenne ich. Oh. Ich habe letztens geschaut, wie jemand alle MK8-Items gerankt hat und auf Platz 1 war Bob-Bomb. Ich bin den Reiz an dem Item. Ey, Bob muss man auch echt sagen. Ich guck ab, so, ich hab's auch abgelenkt jetzt. Nicht mehr alleine. Stark. Ich glaube, Bob muss man sagen. Ich finde zum Schützen, finde ich das Item ultra bescheuert. Also wenn ich mich nur schützen will, ich noch Platz 1 und ich will nur eine rote abwehren können. Aber ich werde immer getroffen, weil ich die zu früh loslasse, zu spät, gar nicht loslasse, dann explodiert alles. Aber wenn man die nach vorne wirft und dann jemanden trifft, dann ist es das beste Item überhaupt, wenn du die Bombe wirfst und jemanden trifft. Dieses Gefühl ist echt der Hammer. Da fühlst du dich so überlegen einfach, so gut. Kann ich mitspielen? Klar, Gamer. Tunico ist angepinnt. Jeder darf mitmachen. Jeder ist willkommen. Jeder ist gezwungen mitzumachen. Er darf mitmachen, meine ich. Können wir... Jetzt den Geister setzen. Perfekt. Ich dachte, den würde ich aber auf Platz 1 setzen. Ich wüsste es gar nicht. Vielleicht die grüne? Ich finde die rote, die ist cool. Die aimt einen an, finde ich cool, aber das ist ein bisschen zu langweilig. Ich glaube, die grüne, wenn man jemanden wegsnipe, ich glaube, das würde ich cool. Ich würde, glaube ich, schon ganz spontan die grüne sehr weit hoch ranken. Einfach nur vom Feeling her. Machst du heute noch Raumcode? Ja, vielleicht sehe ich dann noch später. Irgendwie mag ich den Raum nicht so ganz. Der ist zwar echt cool, aber da können nur 12 Leute rein. Was okay ist, aber ich weiß nicht, fühlt sich immer so ein bisschen komisch an. Und man kann am Ende schlecht überprüfen, wie viele Punkte wer hatte, so ein Ranking. Das ist immer zu schnell weg. Deswegen weiß ich nicht, so ein ganz großer Fan von dem Turnierraum-Code-Dings, da bin ich nicht. Oh, was gibt's noch? Drei Pilze. Komm mal hier die Abkürzung. Nein, was soll das? Komm wieder rüber. Nein, es kommt nicht rüber. Was soll... Och, Manu. Dass das nicht reicht. Und da kommt Starship, holt mich noch. Mein eigener Klon. Ich glaub's nicht.
Bin weg, komm gleich wieder. Bis gleich, Lukas, bis gleich. Er lässt sogar Kleider für Peach schneidern für sich über ihre... Nee. Und freut sich über ihren Sieg in den einzelnen Theaterstücken. Der Kerl ist arrogant und selbstverliebt. Herr Kieran, er war mein bester Freund, ich. Muss es also am besten wissen, das Flamp ein... Ihr wisst, was ich sagen will. Ein arrogantes Stück irgendwas ist? Ah, Kruselwuselvilla. Das Flamp Flamp ist... Grüne war, glaube ich, Top 3 in S-Tier. Ja, grün ist auch einfach gut. Schön so an die Wand und dann in den Rücken von demjenigen. Besser geht's nicht. Aber die Idee finde ich eigentlich auch gut als Video, so ein Ranking. Gefällt mir. Ich habe mal, habe ich nicht ganz gesehen, aber ich habe es ein bisschen angeguckt. Da hat jemand ein Ranking gemacht, welche Pokémon er in dem 1 und 1 besiegen könnte. Also wenn er gegen Pokémon kämpfen würde, so mit Faust und Fuß. Da hat er ein Ranking gemacht, wen er besiegen könnte und wie wahrscheinlich. Pummeluff hat ihn dann, glaube ich, als Football bezeichnet und dann sagt, die würde ich wegkicken und war dann sehr wahrscheinlich, würde der den besiegen, die besiegen. Verrückte Idee. War ich aber auch schon cool gemacht. Ich hab's nicht ganz angeguckt, aber. War eine coole Idee. Boomerang war Platz 2. Boomerang, sowas von letzter Platz bei mir. Ich mag Boomerang so gar nicht. Ja, irgendwie finde ich Boomerang ist echt ganz nett und so, aber. Nee, ich dachte an die Hupe. Sorry, ich hab Boomerang mit der Hupe verwechselt. Boomerang ist schon cooler, das stimmt. Man kann dreimal schießen. Vor und zurück. Hat eine gute Reichweite. Ja, finde ich. Boomerang ist auch gut, ja. Boomerang ist auch gut. Aber die Hupe ist letzter Platz bei mir auf jeden Fall. Das wollte ich sagen. Ich habe gerade schön verwechselt. Und Flamp! Ein Monat! Ich kann sie nicht lesen, die Nachricht. Nicht ganz. Eine wunderschöne aussehende Editierte. Mehr kann ich nicht lesen, sorry. Ich bin dir an die Wand gefahren, Flamp. Das hast du mit Absicht gemacht. Das war Absicht und Flamp. Will mich ablenken mit grüner Mario. Seit einem Monat. Domtendo fährt ja mit. Alter, zwei YouTuber fahren hier mit. Domtendo und Starshy und LP Markus. Kommt der ist auch noch da, oder? Jetzt sind wir schon mal 3. Wer war Domtendo? Das ist doch krass, dass der echte Domtendo hier mitmacht. Der einzig wahre echte Domtendo. Oh, ja, wirklich. Ich habe wirklich den Eggman getroffen. Stark. Und nochmal treffen. Wieso erwische ich ihn nicht? Wir gehen vor uns. Ich hab die Tür zu und ich krieg trotzdem die Bolognese. Das geht gar nicht. Wie kann die nur so stark kriechen? Gott, da habe ich ja voll verhunzt. Da kommt noch Felix an mir vorbeigefahren mit einem Stern. Kriegen wir noch irgendwas Gutes? Komm schon, Stern. Selber ein Stern. Oh, nochmal. Ja, Felix kriegt man nicht mehr, aber Achter. Ja, ich bin solides in Hinterfeld gerade. Kann man nichts sagen, aber ich werde besser als mein Klon immerhin. Nun, schau und betrachte mein wunderschönes Aussehen und detaillierte mir mein Aussehen bis auf die letzten Stofffetzen. Ja, weiß, ich sehe ein bisschen lila. Stab. Das ist immer noch sehr kleines Bild. Das weiß ich nicht. Detailliert bis er aus Betrachten ist schwer. Aber sieht schick aus, ich mag die Farbe lila. Also bin ich ab sofort nicht mehr Flamp, sondern Finstamp. Ja, Flamp fand ich cooler, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, du bist schon so ein kleiner Crape-Fan. Also, will nichts sagen, aber... Ich war gestern beim Friseur. Ich war vor 3 Wochen beim Friseur. Oder 4. Muss immer mal wieder einmal so im Jahr sein, finde ich. So einmal im Jahr zum Friseur vielleicht. Zweimal, wenn es hochkommt. Zumindest sage ich diese Kleidung trage. Am Freitag bin ich erstmal wieder Flamp. Flamp finde ich auch besserer Name, ehrlich gesagt. Da würde ich noch mal ein bisschen drüber gehen, Flamp, lass uns überlegen. Ich finde Stamp geht nicht so ganz über die Lippen so gut. Oh, mein Chat ist hängen geblieben. Wenn Mr. Beast mitmachen würde, wäre es krass, auf jeden Fall. Ist ja wirklich krass. Und dann spendet er 10.000 Euro.
weil es Mr. Beast ist. Wer kennt's nicht? Okay, YouTuber, ich mache immer noch YouTube. Sind wir schon mal zu viert? Ja, das ist so eine YouTuber-Runde. Das Video mit Pokémon wurde mir vorgeschlagen, aber Pokémon erzählt mich nicht wirklich. Gott, ich hab's irgendwie gelesen wollen. Wurde es vorgeschlagen? Ich hab's über Reddit gefunden. Also, ganz witzige Geschichte, ich bin immer ein bisschen auf Reddit unterwegs, um... Also, wenn da manche von Leute Tipps reinhauen oder Sachen, die man verbessern kann und so. Und da war so ein Typ, der hat gefragt, was könnte ich besser machen? Oh, also hat dann gab es seinen Kanal ein bisschen erklärt und so. Und dann einer hat gemeint, ja, das eine Video hier war zum Beispiel richtig gut, bla 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 bla. Und dann habe ich das Video angeguckt, was die Person erwähnt hatte, was er echt gut fand. Also ich weiß gar nicht, also vorgeschlagen in Hinsicht wurde mir gar nichts, aber das ist jetzt schon wieder länger her. Also ich weiß nicht, ob das Video gerade einen neuen Push kriegt, aber cool wäre es auf jeden Fall. Schnell an Dönermann vorbei. Luigi's Mansion 2 Remake. Ja, das spiele ich nicht. Also ich hab Luigi's Mansion 2 nie wirklich gespielt, schon ein bisschen, aber eher weil mein kleiner Bruder Hilfe gebraucht hat. Und dann habe ich halt helfen müssen. Aber ich bin großer Fan vom ersten Teil, von ersten Luigi's Mansion. Wenn dann ein Remake rauskommen würde, dann bin ich sofort dabei. Aber sowas von. Sofort. Aber so vom zweiten Teil her nicht. Da habe ich nicht so Interesse dran. Felix YouTube vor uns. Können wir ihn überholen? Jetzt 1, 2 oder 3. Wenn ihr wirklich richtig steht, irgendwie sowas. Ich könnte nicht überholen, wenn er auch einen Schein einsetzt. Ah, da fährt Kirby vor uns. Wieso? Kommt der Turbo nicht? Jetzt. Oh, ich bin unten durchgefahren. Es geht. Ich dachte, ich. Oh Gott, das will ich von eigentlich da noch an der Seite vorbeifahren, wo ich aufs wieder näher rangedrückt. Ach, das geht. Der haben wir. Oh nein! Er hat mich da gefressen! Wer war das? War das Kirby? Ja, okay, zu Kirby passt das ehrlich gesagt. Düdüdüd. Ja, okay, da fahr ich an die Wand. Schon wieder, der tritt einfach nicht. Egal, ich bin trotzdem vorne. Na, hör auf, ich war vorne! Hört auf! Meine ganzen Grünen sind weg! Ich bin auf dem 7. schon wieder. Habe ich mich einmal gut gefühlt und dann sofort wieder. Zur Realität zurück. Können wir Döner mal noch abschießen? Ah, schade, ich dachte, der geht vielleicht draußen, dann können wir treffen. 5. ist gut. Ich heiße nicht Melanie, ich heiße Angelo. Ich gucke nur auf dem Handy von meiner Mutter. Ich versuche mich zu merken, Melanie, aber es ist immer ein bisschen schwer, wenn da Melanie steht, dann sofort an den richtigen Namen zu denken, weil da steht er dann nicht. Deswegen ein bisschen schwer. Dann musst du ein bisschen Nachsicht haben mit mir. Ach bitte, du nähst Miki, der Sauerbande verehrt, Frau Krabs. Sie tragen alle auch ihre. Auch eine ihrer sehr ähnlichen Kleidung. Mein Meister bleibt für immer Meister Lemmy. Triple A. Ah, und natürlich auch Meister Shadow. Geht es hier nur ein Flamp? Ich sehe da auch schon einen potenziellen Chip für euch beide. Eindeutig. Big Blue. Aber eindeutig. Schreib nach dem Stream eine Nachricht, dann kannst du mein Bild bestaunen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, weil hier ist es wirklich relativ klein. Jetzt kommt der Plot-Twist. Eine schwule Love-Story zwischen Flamp und Lemmy. Nein, Spaß. Für kein Geld der Welt würde ich so eine Story machen. Ach Gott, ja. Ego, das ist wirklich eine Fanfic dann schon. Eine Fanfiction eigentlich über das Mario-Universum. Ich meine, ist jetzt schon eigentlich im Prinzip. Echt dumm. Nico Avocado. Nee, Nico Cado. Ist nicht Nico Avocado oder sowas? Gibt's nicht so einen YouTuber? Aber was ist dann der Plot Twist? Gibt es noch einen Plot Twist, Shadow? Ich meine, bei deinen Storys weiß man nie. Ich würde gerne mal Sachen ausprobieren. Wäre auch so eine Love Story mit drin, hätte ich jetzt gesagt. Dann bin ich das nach Fender Switch. Dann würde ich mal die Switch ausmachen und einen Gang zurückschalten. Also, ja, vielleicht nur so eine Idee. Gib mir die Münzen. Ich bin reich. Sind eure zwei Lieblingselemente von euch? Was Elemente? Ah, also ich würde sagen Wasser und Erde. Wasser und Erde wahrscheinlich. Feuer finde ich zu zerstörerisch, das mag ich nicht. Luft. Luft wäre auch cool. Ja, Luft ist auch cool. Aber Wasser ist halt so
wiederbeleben, so Leben halt sozusagen. Wasser braucht jedes Lebewesen, jede Pflanze braucht Wasser und so. Die Eigenschaft gefällt mir. Und ja, und Erde ist halt auch wieder so naturmäßig. Aber ja, wahrscheinlich Wasser. Ich sag Wasser, dann Erde. Wasser, Erde. Ich weiß nicht, ob du damit Elemente gemeint hast, aber ich tipp mal drauf, dass das damit gemeint die Bombe gemeint war. Was waren das gerade für Geräusche? Felix, Whitey. Erik vor uns. Können wir ihn überholen? Beide. Oh, jetzt aber. Weg mit ihm. Weg mit mir. Das war so klar. Wie hätte ich das fahren sollen? Wer hätte nicht anders vorbeikommen können? Hätte nicht anders vorbeikommen können. Ohne Rakete. Die erste für den heutigen Tag. Und dann noch ein Stern. Ich kann also schön die Abkürzung. Höher doch nicht. Doch, Abkürzung hier. Ah, nochmal ein Ding überholt. Felix. Stark, Sechster. Sechster ist gut. Sechster ist gut. Ich sollte ein paar Namen für ein paar Momente vorbereiten. Snowamp, Toxamp, Samp, Samamp, Muhamp, Shababamp, Stabamp, Staramp. Ja, ich finde, also ich muss sagen, Wasamp geht gut über die Lippen, Wasamp. Das ist mein Favorit, Wasamp. Wieso, Wasabi und Flam zusammen, Wasamp. Topname. Und ja, Plot Twist wird es noch geben, noch eine Menge geben. Große geben. Oho, ja. Sagt der Shadow. Das war Wario. Walui. Nee, Waluigi. Da, ich kann nicht hinzeigen, aber seht ihr ihn? Waluigi macht mit. Warum? Was ist denn das? Was ist das? Also, was hast du da reingepostet? Was ist das? Jetzt ohne Witz. Kannst nicht erkennen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, was das ist. Da fällt mir ein, hier Flavio und Fiesta Story sind fast vorbei. Es dürfte jetzt nur noch 3 oder so sein. Also beißen wir uns durch. Ich kürze sie etwas. Nur noch 3 was? 3 Nachrichten? 3 Streams? Halt, stopp. Was meinst du mit 3 Nachrichten oder 3 Streams? 3 Stories? Aber ja, da beißen wir uns durch. Kriegt man hin. Bei mir riecht es gerade auch nach Bolognese. Es hat wohl einen starken Duftverstärker. Ist glaube ich exakt auch. Als ob der nicht da unten mit dem Ventilator steht und den Geruch nach oben transportiert ins Zimmer rein und dann noch schön zu dir nach Hause. So eine Rohrleitung gelegt und dann den ganzen Duft einfach rein. 100 Pro. Da würde ich sowas echt zutrauen. Auf jeden Fall. Können wir Gushu abschießen? Können wir ihn abschießen? Ja, so wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Ja, ich dachte, ich schieße einfach mal auf gut Glück. Ich glaube, da kann man hier drüber. Ah, ich dachte, da kann man drüber springen. Geht bestimmt, aber ich hatte einen zu schlechten Winkel. Oh, die Grüne hätte mich fast hops genommen. Nunu. Oh nein, die Rote nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Können wir trotzdem die Abkürzung hier nehmen? Wahrscheinlich nicht, nee. Da ist mal runtergefallen. Weg mit dir, Marie. Den habe ich getroffen. Da, Marie jetzt. Zack. Ist es Erdmano als Mii irgendwie so ein bisschen? Nee, oder? Hat die Erdmano auch so eine Frisur? Nee, oder? Nee. Ich bin mir gerade total unsicher. Weg mit dir. Erdmano hat doch auch so Haare, so ein Mittelscheitel. Wie nennt man das? Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Frisurexperte. Sondern weil ich doch daran merkt, dass ich einfach nur ein, zweimal im Jahr zum Friseur gehe. Meine Haare sind jetzt nicht so Priorität. Allgemein Frisuren, aber egal. Wieso hab ich mich selber nicht getroffen? Jetzt aber. Endlich. Meine Kopie schön weggeboxt. Schön hops genommen. Hier schon wieder kann ich sie nicht nehmen. Ja, kurz so. Oh Gott, das will. 3 Pilze gegönnt. Stark. Stark. 3 Pilze. Oh, ich dachte, ich kann Kiki runterschucken. Schön anfahren und wegdrücken. Aber nicht ganz so geklappt. Ab in die Kanone. Mit Futter wäre ich zufrieden. So. Ja. Aber vor den Items, immer ganz wichtig. Ganz wichtig vor den Items. Oh, wir können. Ich glaube, die dürfte kein Item haben, oder?
Bei dir wurde er vom Ding getroffen. Ein Blitz. Ah, Mann, er konnte nichts machen. Aber ich hatte auch eins. Du hast ihn nicht erwischt. Sondern nur mich. Okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Bin ich gerade ganz komisch zur Seite gedrückt. Ah, jetzt nochmal alle auf der Brücke überholt. Nein, noch nicht alle überholt. Phantom nicht, aber sonst den Rest, den mich überholt. Bis auf die fünf weiteren vor mir. Hier, guck mal, Leute. Man hat die Runden nicht gesehen. Danke, Anstar. Hat seine Augensaugen überall. Jetzt durch den Chat ein bisschen verdecken. Aber muss ich nächste Runde mal abchecken, ob man jetzt hier unten die Runden sehen kann. Ich denke, dass er dann noch einen Zopf von hinten hat. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Haare gesehen. Man hat doch so Haare, die so hier so runtergehen, oder? Aber ein Zopf. Jetzt hab, ah, dreh dich nochmal. Marie, dreh dich mal bitte nochmal. Da, guck mal, da ist wirklich ein Zopf. Ich sehe ihn, okay. Da hast du recht. Cat, Buja, Bubujo. Schön, dass du da bist, Cat. Freut mich. Freut mich. Und auch an dich, Bananenunterstützer. Schön, dass du da bist, Banane. Oh, ich muss auswählen. Marius, bist du eindeutig. Ja, aber sowas von. Pilzkopf, Pilzkopffrisur. Die hatte ich damals. Da habe ich einfach dann, also, nee, da habe ich nicht top drauf, aber einfach Haare weggeschnitten, scheiß drauf. Dann schon ein bisschen wild aus. Irgendwo 5 Jahre später. Flavio und Syntaxfehler, Ladedatei neu. Flavio, Alter, zum Zeitpunkt 17. Tierstar, Alterszeitpunkt 20, Neuladen abgeschlossen. Okay, was ist jetzt passiert? Gut gekürzt. Beep, nee, beep, 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 nur Nachricht lesen. Hast du eine Nachricht? Hast du eine Nachricht? Die habe ich jetzt komplett übersehen, wenn ich eine bestimmte Nachricht lesen soll. Die muss ich dann gleich nochmal schreiben und ich muss gucken. Jetzt sehe ich auch den Zopf hier in deinem Mii-Bild drin, Tatsache. Jetzt sehe ich das. Pilzkopf ist Mittelscheitel. Wirklich? Pilzkopf. Ich dachte, Pilzkopf ist, wenn man so eine Kokosnusskopffrisur hat. Falls sie noch jemand kennt. Ist das nicht ein Pilz? Okay, ich meine, ich habe ein bisschen übertrieben gerade. Also ich meinte, ja, dich damals. Aber ich habe meine Haare immer... Oh, ich habe eine rote. Immer sehr lang wachsen lassen und dann hat der Friseur irgendwas gemacht. Dann sah alles kacke aus und ich habe gesagt, ja, passt, sieht gut aus. So war das in den meisten Fällen. Ah, Pilzkopf ist Mittelscheitel, wirklich? Sehen wir mal, wie all of touch ich bin, was Frisuren angeht. Absolut keine Ahnung. Gibt nochmal einen Stern. Kann man da durchfahren? Kann man stark. Mit Platz 3 auf, mit dem Stern auf Platz 3. Nochmal ein Stern. 3 Sterne nacheinander. Okay, ihr habt doch da vorne einen krassen Vorsprung, so ist nicht. Die Banane haben wir mitgenommen. Das muss sein. Oh, schnell weg von dem Stern, bevor der mich erwischt. Oh, nee. Wie lange bin ich noch fallen? Wie lange bin ich Ewigkeiten gefallen? Willkommen zurück, Banane. Schön, dass du da bist. Oh, da kommt die blaue. Nicht von mir, aber die war da. Ist es ein Bot gerade? Ich habe die Bot auf schwierig gestellt. Ich glaube schon. Die rasieren ja richtig rein. Na, hops genommen. Stark. Nein, nicht überholen. Ja, da kommt die Bombe. Nee, weh, die hat mich überholt. Weh, die hat mich überholt. Ich sag's euch. Die hat mich überholt. Alter, rasiert der Bot. Der kreisiert komplett gegen den Strich. Ist ja krass. Willkommen zurück, Stefan. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Warte, dich krank gebettet und Mutter starb vor einem Jahr. Weder Datei 04 konnte nicht gefunden werden. Suche Dateiname, suche Dateiname, suche Mutter. Mutters Tod, Flavio, Alter, Zeitpunkt 15. Du sprichst gerade in der Vergangenheit. Krass. Na, ich dachte auch, Pilzkopf wäre so eine Kokoshaube. Ja, dachte ich eigentlich auch. Also hat doch die Form von dem Pilz dann so. Weiß nicht, aber Mittelscheitel anscheinend auch.
Wer weiß. Meine Lieblings-Items sind die Dreier-Bananen. Oh, ich habe mich ausgewählt. Auch eine interessante Wahl. Fällt mir. Ach, wieso die Dreier-Bananen? Was macht die Dreier-Bananen anders als Dreier-Schildkröten zum Beispiel? Hier ist der Alter zum Zeitpunkt 18. Datei fehlerhafte Sätze. Datei Vaters Tod fort. Vater, dich krank im Bett, Flavio. Ist alles gut, Vater? Ich soll dir noch etwas bringen. Vater, alles gut, Hust. Ruh dich aus. Fiesta, ha. Nee, ha. Liegt's. Ha, liegt's da krank und schwach wie ein Bettler, der sein Leben verspielt hat. Das hast du. Ach, das ist wirklich mit einem Ha. Wer ist da? Geht. Oh, ich muss fahren. Geht weg. Krass, Alter. Fiesta ist ja richtig krass drauf. Ja, ich kann mich mit Besuch nicht aus. Aber okay, auch nicht schlecht. Ich mich halt auch nicht, das ist halt das Problem. Die Bombe habe ich super zentral auf Dorsida geworfen. Hast du echt gut gemacht. Die Bombe war der Hammer. Trotzdem überholt die mich noch. Aber die Bombe wurde auf jeden nicht getroffen, aber trotzdem. Nur Nachricht lesen, wie? Was für eine Nachricht? Ich sehe deine Nachricht nicht, Quentin. Kommt die nicht an oder tue ich also ich immer was ganz dumm verpassen? Ich sehe sie leider nicht. 14 Zuschauer. Ich hätte gerne. Oh, ich habe Twitch gar nicht mehr offen. Bin wieder da. Willkommen zurück, Lukas. Willkommen zurück. Twitch war gerade gar nicht mehr offen, der Chat davon. Schön, dass du wieder da bist. Was gab's bei dir zu essen? War's Essen? Nee, es war nicht Essen, oder? Nee, es war kein Essen. Wahrscheinlich nur weg. Vergiss es. Wushu vor uns. Können wir ihn überholen? Können wir? Wir haben's geschafft. Nein, aber ich hab's genommen. Das ist doch immer so. Boah, die Grüne, wäre ich eigentlich ungern nach vorne. Da, Anna, Manu. Hallo, Stefan. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Kommt mir immer an die Wand. Als ob ich da nicht von der Grünen getroffen wurde, die da 100 Mal um sich hatte. Ich bin immer noch nicht hoch genug, sehe ich gerade. Wieso sagt ihr nichts? Wenn ich hier unten, weil das nicht gescheit ziehe, dann könnt ihr Bescheid geben. Was also noch? Mitten auf. Ich hab dann verpasst, dann krieg ich den Pilz nicht. Naja, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir durch. Ja, schon eine schöne Map hier. Das hier habe ich durchgespielt. Ja, aber online kann man zum Glück noch unendlich Content farmen. Online gibt es noch so viel, dass man gleich spielen kann und macht einfach immer wieder Bock. Gerade wenn man so mit Freunden spielt. Da bin wieder ich, meine Kopie zumindest. Nein, 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 nein. Nehme ich alle hops. Eigentlich hätte ich gerne die ganze Abkürzung hier genommen, aber nö. Kriegt man nicht hin. Komm schon. Zipter. Kann ich noch irgendwas? Kann ich noch gescheit was rausholen? Oh, jetzt. Oh, können wir Rosalina fressen? Nicht, dass sie wieder vor mir hier. Was mit ihr? Schon jetzt. Ja, nochmal Schalke überholt. Sechster Platz. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Wer klaut hier mein Carmack? Bestimmt wieder Flam. Da Felix White. Ich hab's gesehen. Jetzt hab ich die Nachricht auch mal gesehen. Wer klaut den Carmack? Das war Felix. Pause eingeleitet. Nachrichten können nicht geschickt werden. Vorherige Nachricht. Lade. Nicht gelesen. Warte. Und eingeleitet. Instrumentalpiste. Aber sowas von. Auch wenn Fiesta nach Mutters Tod und nach. Ja, ich habe gar nicht alle gehabt. Fiesta wurde. Fiesta, warum hast du. Vater, das mag nicht nach mir klingen, aber beschützt deine Schwester. Vater schläft mit den Worten ein. Spreche es dich, Vater, auch wenn. Fiesta nach Mutters Tod und noch Macht. Nach Macht jagt. Immer diese Macht mit dir. Später Dateien wurden manipuliert, lade Parallelgeschichten. Meister Elm, das ist also dieses Portal, ja? Wieder neu. Was ist jetzt los mit dem ganzen Laden? Ich wusste nicht, dass man mit der Bombe während dem Fliegen eine Boote abwehren kann. Geht. Wahrscheinlich schon, wenn du es loslässt. Ja doch, wahrscheinlich im richtigen Moment loslassen, ganz knapp. Nicht Spamme-Banane. Böse Banane, hör auf, aus. Böse Banane, ich warne dich. Böse Banane, ich warne. Zusammenfassung wird geladen. VG, Vater ist gestorben, Mutter ist gestorben, Flavio, Alter 20... Fiesta, Alter, 23, Geschichte endet ohne Umarmung, letzte Geschichte, Fehler. Sehr gut. Also ich noch einmal E und dann kriegst du ein Timeout, Banane.
Eben lass es. Stark. Kein Spam mehr. Letzte Verwarnung. Aber heute schütze ich keine Bananen. Sehr gut. Sehr gut. Aber wo ich schon sagen muss, Bananen sind schon echt richtig gut. Finde ich, kannst du richtig gut wegsnacken. Ist nicht auch nicht, sind auch, also, weißt du, wenn man so ein Haluta ist, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so unbefriedigend, so wenig halt einfach. Du machst zwei Bissen, dann ist das Haluta weg. Aber so eine Banane? Da hast du schon mehrere Bissen. Oh Gott, das finde ich, dachte ich, das ist eine ganz falsche Map. Die kann man, also, finde ich, die schon befriedigen an sich beim Essen. Also von der Menge her. So ein guter Snack für nebenbei, um ein bisschen Sättigung wegzumachen. Aber hat so eine Haluta zum Beispiel nicht. Ich bin schon ein großer Fan von Bananen und unterstütze sie auch sehr gerne. Ah, weg mit dir. Quentin noch vor mir und Marie wahrscheinlich, oder? Nee. Ich hab nur Peach vorne gesehen. Doch, Marie. Doch, es war doch Marie. Banane rückwärts. Sehr gut. Klasse es. Ja, ich meine, einmal schreiben genügt, ja. Also, ich lasse es einmal schreiben. Ja, ich weiß ja nicht. War alles gut, alles gut. Ich bin zweiter. Aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Quentin, schießt mich nicht ab. Quentin, lass den Boomerang weg. Hat er immer noch den Boomerang? Hat er nicht, oder? Ich glaube nicht. Du lässt mich in Ruhe vorne fahren. Ich will auch mal zweiter werden. Quentin. Okay, nochmal Schutz. Ich könnte Marie abschießen. Nein, ich will gar nicht gucken, ob ich Marie abschießen kann. Und dann werde ich erwischt. Ich glaub's nicht. Weg mit dir, Dönermann. Wo ist meine Rote hin? Ich dachte gerade, ich könnte Marie abschießen. Da kommt diese Grüne und nimmt mich hops. Ja, sagst du, Marian, bin ich ein bisschen langweilig, wenn sie spielt das gern. Was? Was behauptest du jetzt da? Wieso? Hä? Nee. Wie kommst du auf die Idee, dass ich das langweilig finde? Ich versteh's nicht. Woher kommt der, die Idee? Versteh's nicht. Ich spiel's ja jede Woche. Sonst Timeout, ja. Aber er hat sich ja nochmal gekriegt. Dementsprechend alles okay. NicoCado.a mit ganz unten. Lade Kampfdatei. Ice Shadow. Es wird Zeit. Shadow hebt Akte Q in den Himmel. Ice Quentin wurde heraufbeschworen. Wieder lade später. Ice Shadow. Kra. Ice Shadow hebt Akte S in den Himmel. Ice Star. Dachte, jetzt kommt Akte Shadow und er ruft sich selber. Aber Star macht natürlich mehr Sinn. Ah, Piranha Pflanzenbucht. Ich meine, dass ich das sagen musste. Ich verstehe es immer noch nicht. Also, ich verstehe nicht, woher der Gedanke kommt, oder? Die Vorstellung, dass ich Mario langweilig finde. Eisstar wurde im Himmel darauf beschworen. Nö. Fehler. Beende Datei, starte Eiskampf 2. Hier ist da ich. Fehler, startet System neu. Ich glaube, Shadow muss mal seine Festplatte neu entstauben oder so. Weiß ich nicht. Ich glaube, hat ein paar sehr viele Fehler. Mein Lieblingsvideo ist Top 5 Banana. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Sorry, dass ich das sagen musste, aber das glaube ich dir nicht. Dann habe ich dich mit meiner Artgenossen gefressen. Da warst du das. Ich fress dich zurück, Gushu, ich sag's dir. Pass auf, weil ich stopp dir gleich eine Piranha und fress dich damit. Es wird dann so ein Monster unter Bett, so eine Piranha, die ich da pflanze. Gerade gab es eine Berechtigung vom Podcast, den ich höre, und der Titel ist: Wie schwierig ist es, ein Baby zu sein? Gute Frage. Sehr gute Frage. Also ich meine, wenn man erwachsen ist und als Baby, also ein Baby sein möchte, dann sehr schwer. Dann sehr, sehr schwer, auf jeden Fall. Aber wenn man ein Baby ist, ein Baby einfach ist, wie schwer ist es dann? Kommt wahrscheinlich auf die Eltern an. Wahrscheinlich ist es so, manche Babys haben Easy Mode an.
die spawnen so im Easy-Mode und andere Eltern sind halt, keine Ahnung, nicht ganz so kompetent und haben nicht so viel Zeit für die Kinder, für die Babys, dann ist es eher so Hard-Mode für das Baby. Vielleicht irgendwie so, wird sowas in die Richtung sein, es kommt drauf an. Auch wenn es die dümmste Antwort überhaupt ist, aber... Und alle Markierer grüßen mit Wuff. Alle Wuff. Genau, hier, Kiki hat schon gemacht, sehr stark. Stark, stark, stark. Bei dir musste man falsch denken, wenn die Wörter Banane und Befehling in einem Satz sind. Ja, komm, ja. Gebe ich zu, das kann man falsch verstehen. Aber wir sind alle erwachsen hier. Wir sind alle erwachsen denkende Menschen. Wir wissen, dass ich mit Banane eine wirkliche Banane meine. Das wissen wir alle. Da sind wir erwachsen genug. Mit dem Satz mache ich es nicht zwingend besser, aber ist egal. Sechster, ich bin letzte Runde, genau. Man muss sagen, ich bin gut darin. Ich bin immer noch höher bis zum letzten. Man muss sagen, ich bin echt gut darin, zu denken, das ist die letzte Runde, obwohl es nicht die letzte Runde ist. Da bin ich echt Profi drin. Iggy vor uns, Felix vor uns und Bowser vor uns, den ich nicht erkennen kann. Nein, die rote! Die rote schon wieder. Wenn ich jetzt irgendwas Gutes kriege, dann kann ich vielleicht... Ah, damit kann ich vielleicht überholen wieder. Ich würde gerne oben rumfahren und nicht unten, wenn es genehm ist, funkelt. Nein, nicht an die Wand. Nein, ihr habt die Kurve verhunzt. Dann hat die auch den Pilz. Achter. So bin ich gut. Noch ein bisschen höher. Hab ich gemacht. Star. Hani gemacht. Und hab mein das Mikro angespuckt. Lass ein Like da oder die Banane wird böse. Ja, kann ruhig böse werden. Mit einem Stachel getroffen, durch eine Bombe gejagt und noch ein Fußball ins Gesicht. Quentin explodiert. Völlig normaler Alltag. Also ich tue mich auf den... Wer will meine Banane probieren? Nun 2023. Wann habe ich denn das jemals gesagt, außer gerade eben? Ich bin in die Falle getappt. Oh nein. Jetzt könnt ihr mich für immer quoten mit dem Satz. Damit werde ich berühmt. Breaking News. Der YouTuber Nunulicious hat gesagt, wer will meine Banane probieren? Die Welt ist schockiert. Das wird mein Durchbruch. Ladeparalleldatei. Darkstar. Hast du, Fehler, Ladedatei anfangen. Shadow. Darf ich vorstellen, mein Butler, James? Das ist der Anfang. Shadow ist am Anfang zurück und erst wenn er sich begrüßt, ist sein Butler, nicht sich selber. Stark. Erstmal den Butler begrüßen. So muss es sein. Ich suche die Szene immer noch, aber du hast es echt gesagt. Hab ich? Tatsächlich. Ich meine, es würde zu mir passen. Wer will meine Banane probieren? Ich frage mich gerade, in welchem Kontext ich das sagen würde. In welchem Kontext sage ich sowas? Außer jemand schreibt es in den Chat rein. Würde ich sowas jemals sagen? Wasser und Nebel. Wegen Nebel gibt es einen Grund. Ist Nebel ein Element? Ist Nebel nicht einfach nur Wasser und Luft? So ein bisschen. Ist Nebel ein Element? Für mich war Nebel einfach immer Wasser und so ein bisschen Luft halt noch. Wenn man will. Aber was für ein Grund? Hau mal raus, Quentin. Was für ein Grund? Jetzt bin ich neugierig geworden. Können wir Dönermann erwischen? Danke, dass du da warst, Stefan. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Schöne Osterfahrt, wo sich nicht mehr sieht. Ist Ostern eigentlich am Freitag oder am Sonntag ist Ostern? Wann ist Ostern? Sonntag. Zwingerager. Hab eine schöne Restwoche. Danke, dass du da warst. Können wir Kira abschießen? Schön. Hier eine Fallblume in den Rücken von Kira. Höher nicht, okay, stark. Nicht in die Banane rein. Dann nochmal ein kleiner Fun-Fact. Kira hat jetzt so ein schönes neues Agility-Set bekommen. Also so eine Röhre zum Durchlaufen. So eine kleine Erhöhung, wo man drüber springen muss.
und so Stangen, wo man drüber zu Slalom hin und her gehen muss. Und dann wollte ich das vorher mal, dachte ich mir, eigentlich wäre es doch was für meinen Hund. Der ist zwar 12 und eher ruhig unterwegs, aber nee, eigentlich kann man mit dem auch mal trainieren, hat bestimmt auch Spaß dabei. Und dann gehe ich raus und dann hat es einfach geregnet. Und dann war ich enttäuscht, weil es geregnet hat. Und ich nicht mit ihm machen konnte. Naja, aber ich bin dritter Platz. Alle Enttäuschung ist weg, ich bin dritter. Richtig gut. Richtig gut, dritter. Nur Marie und Quentin vor mir. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das sind zwei Bestien, die zerschreddern jeden hier. Das ist einfach so. Hier, Ladedatei, Ende, Fragezeichen, Herr Kieran weint. Herr Kieran, Nachschalter, bitte nein, warum? Ich möchte dich nicht verlieren, Shadow. Wie, das ist wirklich das Ende. Ich möchte dich nicht verlieren. Fehler, Ladedatei, Fehlersystem wurde erfolgreich verloren. Fehler, Systemabsturz. So, ich habe kurz einmal rübsen müssen, aber das solltet ihr nicht mitkriegen. Ha, jetzt sind uns Star und Nunu ausgeliefert. Was? Sind wir? Ich habe nur noch meine Flasche, mit der ich dich locker weghauen kann. Neues Format. Nunu bringt Nunu Üben bei. Wenn man dann daraus noch so eine, so ein... Wie nennt man das nochmal? Mir fällt das Wort nicht ein. Das ist, warte. Also wenn alles mit N beginnt. Nunu nuschelt nagende Nagetiere. Dann habe ich so eine. Das ist bestimmt das Wort. Ah, Mann, wie heißt das nochmal? Also, Nunu bringt Nunu Üben bei. Da kann man auch sowas draus machen. Nunu nährt Nunu neugieriges Nüssen, Wissen. Das klappt nicht ganz. Okay, es klappt einfach nicht. Aber ja, es wäre schon richtig cool. Den habe ich richtig hops genommen. Der Arme. Oh, Missklick, sorry. Also, wie heißt nochmal der Begriff? Kaito Zayatsu, weiß, was ich meine. Alliteration, genau, eine Alliteration. Auf dich ist verlassen, Marie, danke. Also, das ist ja, was wir auch immer versuchen bei den, wenn wir so ein Short machen. Also, so eine Reihe. Luigi löst, Mario macht, Perry probiert. Immer so eine Alliteration, wenn auch eine kurze, aber trotzdem. Nein! Hat nicht gereicht. Ich bin großer Fan von so Alliterationen. Die sind immer wieder gut. Da gibt's auch. Kommt, also. Erstmal, wo ich drauf gestoßen bin, ist bei die drei Fragezeichen. War komplett uninteressant, aber da gab's eine Folge da. Sorry. Tut mir leid. Ihr habt nichts gesehen. Ihr werdet nicht krank von mir. Also, ist nicht über Chat übertragbar. Die Bakterien. Genau. Da hat es eine Rolle gespielt, dass jemand Alliterationen immer macht. Aber ja. Fand ich dann interessant. Fand ich ein cooles Konzept. Start der Geschichte von mir. War das will ich, muss noch zwei Geschichten verfolgen. Das wird schwer. Kommen wir mit Einkommen hinterher. Oh, die habe ich ja richtig eng genommen, die Kurven. Kennen die waren? Nein, ich hatte. Ah, der Pilz. Der war unnötig. Okay, das war ja. Das war mal richtig cool, wie es den erwischt hat. Der hat mein Leben gerettet. Der hätte sonst voll mich erwischt. Der hat mein Leben gerettet, ich glaub's nicht. Bringt es was, wenn ich hier booste? Bringt es was? Bin ich hier schneller oder lang oder nicht? Weiß ich nicht. Sieger weiß ich nicht. Irgendwie so gibt's, glaube ich, was Monte oder was ApoRed? Irgendwie mit Digger, weiß ich nicht. Irgendwie so in der Art. Ich bin nicht so gut im YouTube Gap drin, im YouTube Deutschland. So manche Sprüche kenne ich. Komm schon. Ja, ich bin rübergekommen. Stark. Oh, jetzt nehme ich euch alle hops. Nummer 1. Nummer 2. Komm schon. Nummer 2. Nein, ich habe niemanden getroffen, aber egal. Vierter ist richtig gut. Vierter ist richtig gut. Okay, wir sind gerade bei so viele.
Aber egal. Es gibt keine Lösung, keinen Ausweg, keinen Sinn. Es gibt keine Lösung, keinen Ausweg. Fehler. Irgendwie, irgendwann, irgendwo in der Gegenwart. Oh Herr, das Essen ist fertig. Es gibt köstlichen Kaviar mit Goldsteak und Chai-Champagner. Zum Nachtisch an Eis. Also das Eis beeindruckt mich am meisten, muss ich zugeben. Großer Fan von Eis. Champagner muss nicht sein. Ich mag Alkohol nicht so. Aber Eis? Da bin ich dabei. Eine Kugel Eis hätte ich auch gern. Geht immer. Warte, Shadow, ich mach den Windows-Abschnitt-Sound. Ich weiß gar nicht, wie geht der. Irgendwie so wahrscheinlich. Lecker, ich komme sofort. Kieran, warum muss ich eigentlich Shadows Sicherheitssystem überwachen? Er würde bei ihm freiwillig einbrechen wollen. Aber ich habe ja sonst nichts. Also ich würde schon gern den Bitcoin-Wallet von Shadow klauen, ehrlich gesagt. Schön ins System reinhacken, wenn du nicht da wärst, Kieran. Schön den Bitcoin-Wallet mitnehmen. Also ich glaube, das würde ich schon gern machen. Das würde ich cool finden. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja, Stachypanzer. Wen soll ich treffen? Marie oder Quentin? Antwort beide. Haben beide getroffen? Nee, Stachypanzer ist der blaue, sorry. Ich dachte gerade, manchmal eine Queen, die ich am Ende geschossen habe. Aber nee. Ihr habt euch beide getroffen? Ja, klar, wenn ihr euch beide. Ihr seid einfach beide gleich cool, dass ihr beide auf Platz 1 seid, gleichzeitig. Also. So simultan auf Platz 1 einfach. Ja, dann erwischt ihr euch beide natürlich. Ja, komm schon. Ah, ich hab noch die Doppeldame, lang hat Kira das geschnappt. YouTube, Chat Premium. Was ist Chat Premium? Muss ich mal gleich genauer lesen. Kriegt die Bolognese, du hast mich angesteckt. Oh Gott, das ist okay, da muss ich mal genauer lesen. Aber nee, ich habe extra bei meinem Arzt nachgefragt. Der Nieser war nicht über den Chat übertragbar. Habe ich extra explizit nachgefragt. Nicht über den Chat übertragbar. Oder über Video. Nicht über den Stream übertragbar. So. Wie extra nachgefragt. Nein, dieser Blitz. Dieser Blitz, ich glaube es kaum. Kraubt mir Verstand und. Kaum. Ich glaube es kaum. Raum. Ich bin echt schlecht im Reim, wenn es so spontan ist. Ich könnte niemals so. Wie nennt man das? Rap-Battler werden oder wie wenden wir das? Weiß ich gerade auch nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall bin ich auf Platz 6 und ich mache jetzt hoffentlich Kiki. Ich habe nichts zum Fertigmachen, aber ich hole ihn noch. Auf jeden Fall. Die blaue kommt nicht von mir. Ich dachte, ich kann drunter fahren. Egal. Hat auch so gut funktioniert. Ist ja voll. Die Abkürzung ist ja voll dumm. Wieso kann ich nicht direkt dahinter einfach über den Wiese fahren? Ist ja viel besser. Hallo Rafa, schön, dass du mal wieder da bist. Schön, dich zu sehen. Oh, jetzt mit dem goldenen Pilz. Weg mit euch an. Ich will immer noch Futter. Futter ist gut. Kann man nichts sagen. Futter ist gut. Ja. Komm schon. Da hinten wurde jemand auch hops genommen. Nochmal ein Pilz. Ah, nee. Okay, ich dachte, ich kann ihn für die Abkürzung behalten, aber die ist noch zu weit weg. Jetzt ein Pilz. Gib mir einen Pilz. Nein, was soll das, Kiki? Ja, hier hinten drum. Statt die Schanze denn zu nehmen, geht mal hier hinten rum, oder? Damit ich nicht an den Ding fahren würde. Ja, nochmal Mario Luigi überholt. Aber Gushu Gaming mit der Rakete noch nimmt nicht komplett hops. Jetzt mal kurz gucken, was war das für eine Nachricht? Du hast vielleicht kein Chat Premium und kennst das nicht. Als Creator strahlst du immer den Chat Premium. Aus ohne es gekauft zu haben. Krieg die Bolognese und hast mich auch angesteckt. Das ist einer Nachteil der an Chat Premium. Wir müssen das Bakterienübertragen noch fixen. Ach, jetzt! Okay. Klar, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich dachte immer, es wäre ein normaler Chat und kein Premium, klar. Ja, dann entschuldige ich mich, alle, die krank werden morgen. Das ist mein Fehler. Also würde ich dann, wenn ihr morgen krank seid, dann nehme ich das voll auf meine Kappe, sorry. Ein Systemabsturz, das soll doch mal passiert. Papa, kommst du? Komm ich, meine Kleine, der Virusgeist abgestürzt. Der Virusgeist abgestürzt.
kann der Virus geil abstürzen. Du wirst nicht vom Ei getroffen, sondern vom Quanalgrün. Ja, hab ich auch gemerkt, hab ich ein bisschen blöd ausgedrückt, das stimmt. War ja schon im letzten Stream dabei, kurz habe ich aber nicht geschrieben. Ah, das finde ich auch cool. Freut mich trotzdem, dass du mal wieder schreibst. Also, was ich von dir höre, freut mich. Ja, ich wurde botgesteuert. Ja, ich glaube, die übernehmen es, wenn du rausfliegst während der Runde. Ich habe letztens meine neue Lieblings-Anime-Figur gefunden, die wäre. Hau raus. Ich bin leider nicht mehr so im Anime-Game drin, ne? Letztes Anime, den ich gesehen habe, das war My Hero Academia. Da bekomme ich eine Staffel relativ neu. Habe ich bis zum Ende geguckt. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Ansonsten, ich bin echt nicht mehr so im Anime-Game drin, ne? Deswegen bin ich mal gespannt, vielleicht sagt es mir ja was. Oh, jetzt. Oh, eine, die ich noch kenne. Wie heißt der? Da hat Star immer wieder was erzählt, weil er, glaube ich, als Meme oft verwendet wird oder als Short oder so. Der heißt, glaube ich, Frieren oder so. Irgendwie Frieren. Irgend so ein deutsches Wort. Ich glaube, es war Frieren. Von dem habe ich noch gehört. Der ist, glaube ich, gerade richtig beliebt. Ich habe dich besiegt, obwohl du Datenfehler hatte. Ja, die Bots rasieren aber auch komplett. Die machen da einfach ihr Wachsstreifen drauf und rasieren mich dann damit. Und komplett einfach. So funktioniert das. Warum liest du meine Geschichte nicht? Weil ich schon bei Shadowcom hinterherkomme. Da ist eine zweite Geschichte. Weiß ich nicht. Sehr schwer dann, würde ich sagen. Ich kann die von Shadowcom lesen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Hallo Emilian, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Ah, ich bin wieder gesund. Freut mich wirklich, Raphael, freut mich, dass es dir gut geht. Oh, also können wir jetzt über die Wiese gehen? Zack. Stark. Stark, stark, stark. Oh, Roy will ich nicht überholen. Ich glaube, das ist Roy. Wenn ich jetzt den Platz halten kann, wäre ich... Wäre ich okay. Sechster wäre okay gewesen. Ich verlange nicht arg viel. Verlange nicht arg viel. Sechster wäre ich zufrieden. Ich werde dich aber so vor. Ich fahre die größte Krütze zusammen. Dass ich da nach hinten fall. Komm schon, Roy erwischen wir. Stark, Roy erwischt. Auch wenn er weitergefahren ist. Oh ja. Münzen, immerhin waren gut, waren die Münzen dabei. Komm schon. Okay, jetzt meine letzte Chance. Sechster. Überhol ich Roy? Nein, aber siebter ist auch. Siebter ist auch ganz okay. Also das System muss sich erstmal abkühlen, dann komme ich eben später wieder. Fehler verschiedener Dateien werden zufällig geladen. Kira, das ist deine Schuld, Nunu. Das ist deine Schuld, Nunu. Fabio, was? Hey, was geht? Okay. Ja, eindeutig ein sehr großer Fehler. Ich da stimme ich zu. Nehmen wir Big Blue. Snowy, lahahaha, für Meister Light. Bald bin ich wieder ich. Toxam, na, gefällt euch meine neue Akt? Hallo, mein Fehler. Ja, ich glaube, die Fehler häufen sich ein bisschen. Da haben sie vor mit dem Virus Nightmare. Ich habe ehrlich gesagt nichts mit dem Virus vor. Ich bin ein guter Guy. Ich bin ein guter Guy. Good Guy bin ich. Ich mache nichts mit Viren. Außer ich huste hier rein, dann mache ich alle krank, aber sonst nicht. Ja, aber in meinem Stream hatte ich 2 Meter vor dem Ziel auf dem zweiten Platz Datenfehler und wurde natürlich nicht mal Zweiter, sondern Zwölfter angezeigt. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, aber ich hatte schon öfters mal, dass Leute einfach übernommen wurden dann von Bots. Vielleicht ist es, weil das dein Turnier war. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Weil es dein Turnier war und hier ist es quasi meins. Ja, aber meine... Ne, hier. Die Anime-Figur ist auch ziemlich stark durch Memes bekannt, aber kommt aus einer unbekannten Anime. Sie heißt... Ayumu Kasuga Osaka, ist ziemlich witzig. Heißt die Figur so oder der Anime? Die Figur, okay, die Figur sagt mir nämlich gar nichts, aber absolut nichts. Aber vielleicht hat der Anime. Wahrscheinlich aber nicht, dann kann ich eigentlich schon mehr ehrlich mit mir selber sein. Aber ich finde es allgemein teilweise schwer, so die Namen zu merken von so Anime.
Also es gibt schon viele, die klingen ähnlich, irgendwie so Takagi, dann hast du Ayumi, so, das klingt alle so ein bisschen ähnlich. Wenn man da nicht ganz im Game drinne ist. Oh, wenn ich da ausweichen, dann wird es echt schwer. Nur wann gehst du wieder mit Star Life? Ist mit Star? Kann ich wahrscheinlich mit Star. Weiß ich nicht. Steht in den Sternen. Hahaha, steht in den Sternen, ich verstehe. Wie witzig ich doch sein kann. Aber ist bisher noch nicht klar. Ja, bisher gibt es noch keinen Grund, mit ihm live zu gehen. Schon wieder durch die Mitte, wie geht das? Hallo Anaki Miner, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Komm schon. Leider habe ich hier keinen Pilz oder sowas, hätte ich echt gern gehabt jetzt. Ach komm, dann habe ich einmal einen gekriegt und dann werde ich, kommt der Blitz. Frechheit. Aber die Münzen gönnen wir uns jetzt endlich mal. Ah, okay, Doppelbox kriegt man leider nicht, aber Gushu Gaming. Gushu, oh, der ist schon weg. Okay, den holen wir noch. Nein, dieser Roy. Schon wieder. Ist der Roy nicht ganz der Hops? Also nicht ganz, aber so indirekt, aber egal. Sechs ist okay, mit dem bin ich zufrieden. Mit dem bin ich zufrieden. Eben, dann habe ich dich besiegt, obwohl ich nicht gefahren bin, weil ich vor dem Start dann einen Fehler hatte. Also wahrscheinlich liegt es entweder am Zeitpunkt oder daran, weil es mein Turnier ist und nicht quasi du dann dazugekommen bist und nicht das Score hast. Eggman. Der Robotnik. Schrottnik, Robotnik. Kann es kaum auszuhalten. Shadow Guy. Meister Shadow, heil dir Shadow. Shadow, ja. Ja, ja, halt, zensiert. Ich kann dieses Fehler nicht mehr hören. Ja, dann hör weg. Hör weg, einfach. Tralalalala, und dann niemand hört dich. Ich werde von nun und Star nicht bezirken, wenn sie reinschauen. Wenn sie meine Untergebenen. Weiß ich nicht. Ich habe wieder die Map nicht ausgegeben, aber die Map ist gut. Nuno ist das ist die beste Nutella. Ich esse ihn jeden Morgen. Nicht nachmachen mit echten Menschen. Ja, auch nicht mit Nunus machen. Nunus gehört nicht gegessen. Aber nur Nutella gehört gegessen. Aufs Brot geschmiert, ist gesund und lohnt sich. Aber Nunus werden nicht gegessen. Nunus sind nicht essbar. Es ist also noch nicht ganz klar. Was? Hab ich verpasst? Ganz klar, oder was? Ist es ein Erdmanno-Anime oder was heißt ganz klar? Ist es ein Erdmanno-Anime? Eher unbekannt, weil Erdmanno den Ding geschrieben hat. Nee, das Mädchen heißt Osaka Ayumu Kazuga. Der Anime heißt Azumanga. Okay, sagt mir gar nichts. Azumanga Dahyo. Sagt mir wirklich absolut nichts. Dachte ich mir aber schon. Das habe ich vorher nicht. Ah, der hat eine Banane hin gehabt. Dieser alte Bananenschäler. Ganz Manno. Ganz klar. Nee, aber wie macht er das? Ganz klar. Irgendwie so. Ist immer so richtig witzig, wenn ich so einen Witz mache und an die Kamera schaue, deswegen. Fühlt sich immer so falsch an, weil ich einfach für mich ins Nix reinschaue. Aber für euch schaue ich da ein bisschen mehr direkt an die Kamera rein. Aber ich schaue einfach ins Nix. Das ist irgendwie so richtig willkürlich. Also fühlt sich so richtig willkürlich an, weil ich einfach hier meine Wand anschaue, quasi. Dann mache ich dann Witz. Aber den kriegen 13 Leute mit, oder wie viele Zuschauer wir haben. Das ist auch schon was Besonderes. Oh, die Bombe. Ich hatte gar keine Chance auszuweichen, die war ja richtig gut geworfen. Aber komplett gut. Ja, okay, ich hätte gerne die Münze gehabt, aber so nicht. So nicht. Nunu, das will ich immer Nunu sagen. Bin ich echt. Und da sind die alte Boxen da oben. Wieso kriege ich die nicht? Keine alte Box für 700 Jahre. Frechheit. Da wurde ich hops genommen. Oh, so ein Pinguin habe ich auch mal hops genommen, oder? Weil ich das Pinguin des Rätsels Lösung. Okay, schieß mal noch nicht. Da war jemand mit einem Geist. Der könnte gleich wieder auftauchen. Den will ich gerade abschießen. Okay, ich muss schießen. Bin ich dumm? Alles ist ja schon das Ziel da vorne. Naja. Naja, Achter ist Achter.
Das kann ich schon mal sagen. Achter aus Achter. Das, wo ich statt zweiter letzter wurde, war in der öffentlichen Lobby und bei dir im Turnier wurde ich fortgesteuert. Dann war ich dann Zeitpunkt einfach. Also weil du direkt am Anfang draußen warst. Shy Guys Wasserfälle. Ich glaube, das Spiel erkennt, dass Shy Guy im Titel drin steht. Und gibt uns die ganzen Shy Guys Strecken. Ach, wie schnell immer. Ach, wie schnell wie immer, danke dir. Shadow Guy, was genau, wer war da? Egal, wer war es, wie schnell? War auch zu schnell für mich dann. Glaube ich. Ich weiß auch nicht, wofür er sich bedankt. Ich möchte die 2 zu meiner Nutella machen. Muhahaha. Die 2? Die 2 kannst du ganz zu Nutella machen, aber Nunu nicht. Nunus werden nicht gegessen. So Nutella vor allem, ja, das kannst du auch machen. Aber Nunus werden nicht gegessen. Nunus sind geschützte Tiere. Dürfen nicht gejagt werden, nicht gegessen. Nur bewundert. Nee, dürfen nur in Streams ausgestellt werden und für Klicks verkauft werden. Aber nicht gegessen. Und du brauchst einen Grund, um in Starlight zu gehen. Nunus Gedanke, nee, gar keinen Bock, mich von Star ziehen zu lassen. Das ist wahrscheinlich auch, ja. Also ich bin ja hier der Mario Kart Experte. Es wäre ja peinlich, wenn Star mich abziehen würde. Gar nicht erst das Risiko eingehen. Das ganz klar habe ich gebracht, weil du meintest, es ist noch nicht klar, wann du mit Star streamst. Ja, wenn es einen Anlass gibt, dann mach halt wirklich. Du machst Witze und die einzige Reaktion sind nur Textnachrichten. Ja, genau so ist es laut zum auch. Ich meine, aber immerhin kriege ich Reaktion, aber trotzdem, wenn ich da hingucke, ich tue nicht mal bewusst in die Kamera schauen, ich darf einfach nur in die Leere schauen, so mein Kopf ausschalten, einfach da hinschauen. Ich nehme gar nicht wahr, was da überhaupt ist. Das heißt, ich muss in die Richtung schauen. Aber deswegen, er ist da nochmal. Wenn es einen Anlass gibt, irgendwie ein bestimmtes Spiel oder sowas, wo man zu zweit spielen kann oder was auch immer, dann gerne, aber ansonsten soll er jetzt ja seine Freizeit genießen. Statt hier jetzt dabei zu sein, sozusagen. Deswegen doppelte Männer, gleich doppelte Streams sozusagen. Doppelte häufige Streams. Wenn wir zusammen streamen würden, dann wäre es ja quasi für beide, wie jetzt hätten sie ein Stream gemacht. Statt insgesamt zwei Streams sozusagen. Falls es irgendwie Sinn ergibt. Er soll seine Freizeit genießen. Er ist jetzt Freitag wieder dran. Oder doch Freitag wahrscheinlich. Gönn mir irgendwas Gutes, Buhu. Eine Banane. Die hab ich gerade weggeworfen. Die hab ich gerade geworfen. Dann kommt sie wieder. Hallo, bin wieder da. Willkommen zurück, Banane. Dass du da bist. Bin witzig, weil du bist eigentlich der Bananenunterstützer. Also bin ich ja hier die Banane in dem Kontext. Aber trotzdem nenne ich dich Banane. Weil das finde ich von allen Wörtern, die du hast im Namen, ist Banane das Beste zum Aussprechen. Ihr wollt zu Nutella werden. Ihr könnt alle nur zu Nutella werden. Einfach 700 Gläser Nutella kaufen, die Badewanne damit füllen und einmal eintauchen. Dann werdet ihr zu Nutella, klappt zu 100%. Klappt immer. Außer am Freitagabend. Da ist irgendwie Klitsch in der Matrix und dann geht es nicht. Müsst ihr aufpassen. Die Oberkommissar. Kennen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Komm schon. Ah, eigentlich alle überholt. Aber komplett überhole ich euch alle. War da eine Abkürzung? Hä? Schon. Fünfter ist gut. Fünfter ist okay. Meine Mama hat eigenes Nutella gemacht. Wahrscheinlich Schokolade. Die macht nur Nutella. Wie gesagt, man tut Schokolade schmelzen und tut einen Haufen Zucker reinknallen. Bisschen Öl für die Cremigkeit und dann passt es. Aber ansonsten, wie macht man Nutella? Wüsste ich gar nicht. Kann man das? Ja, bestimmt kann man es selber machen. Todd hat alle zerstört. Ja, die Bots rasieren komplett. Das ist echt krass, wenn man die auf schwer stellt. Die sind echt hart. Man nennt mich auch Banane. Also unterstützt du dich auch selber. Achso, finde ich auch in Ordnung. Boah, bin ich dumm. Wieso kann das passiert, Quentin? Was hast du angestellt? Nur Nachricht lesen. Ich immer so einfach hier. Freue mich auf die vierte Staffel von Demon Slayer mit der Nebensäule Mochiro Tokito. Der hat voll coole Haare. Ich kenne Demon Slayer. Ich,
Ich weiß, der slayt Dämonen, aber mehr weiß ich auch nicht. Mehr weiß ich nicht. Nie angeguckt. Und Palmöl nicht vergessen. Ich nehme lieber Alternativen als Palmöl. Da finde ich lieber nachhaltigere Alternativen als das. Aber ansonsten ja. Schön für die Cremigkeit nochmal ein bisschen Öl, irgendein nachhaltiges Öl reinknallen. Lovely Pianist, Jonah, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, freut mich wirklich. Und gute Besserung, Marco. Ich hoffe, dein Magen beruhigt sich mal wieder. Dass es nicht mehr so schlecht wird, sein wird. Ja, war ein sinnvoller Satz. Das ist richtig trillt auf jeden Fall. Oh, den habe ich hops genommen. Wer war das? Marie war es, glaube ich. Oder? Oh, ich hätte nach hinten werfen müssen. Etwas spät. Ach was. Du kennst die goldenen Shy Guy-Regeln. Man kommt immer genau dann, wenn das Schicksal es möchte. Also immer pünktlich. Immer zum richtigen Zeit am richtigen Ort ist man. Vor allem hier im Stream. Niemand ist zu spät. Aber ja, wir sind seit 1,5 Stunden live. Also von dem her. Ja, ein bisschen. Also in dem Kontext 1,5 Stunden nach dem Start reingekommen. Sag mal, Rill. Richtig Rill. Das ist eine richtig rillde Party, die wir machen. Rill, Rill, Rill. Ich hoffe, ich habe es gut genug ausgesprochen. Die fängt um 20 Uhr an. Cookie, hier. Wie soll ich sagen? In Discord hätten wir Bescheid geben können. Hättest du es mitbekommen. Was soll ich sagen? Die Idee hätten wir noch umsetzen müssen. Aber wir sind dran. Die Idee ist jetzt, also die hast du die Idee gehabt, mit, dass man in Discord Bescheid gibt, so einen eigenen Announcement-Channel zu machen. Und dann kann man schön reinpingen und sagen, jupp, wir sind live sozusagen. Ich fand die Idee echt gut. Müssen sie nur noch umsetzen. Wahrscheinlich bis Freitag wird es gemacht. Und dann kriegst du in Ping über Discord, also nicht, vielleicht nicht zwingend du persönlich, aber eine Nachricht zumindest. Hätte eh keine Chance gehabt. Rechtzeitig vom Restaurant kommen. Ach, da macht die sowieso keinen Kopf. Restaurant, Familie, Freunde, was auch immer geht vor. Auf jeden Fall. Verstehe ich. Aber schön, dass du jetzt da bist. Und ich hoffe, du hast dich schön vollgegauen beim Restaurant, dass es geschmeckt hat. Hoffentlich. Ja, natürlich weiß ich das. Ich wollte nur, dass du es nochmal wiederholst. Ja. So mache ich das auch immer. So mitten im Test oder so. Herr Lehrer, wie ist nochmal die Quadratwurzel von 7? Ja, das ist 2, irgendwie was. Und dann sage ich, ah, habe ich gewusst, wollte das wiederholen. Und dann schreibe ich es auf. So mache ich es auch immer. Kriege ich eine 1 jedes Mal. Nightmare Board, beep, beep. Nightmare Board aktiviert. Oh, guck mal, Promenade, aber oh, sowas von. Ist da fährt James mit? Ist es James hier? Hier? Da ist James. Ich glaube schon, oder? Sehe ich da James? Ich glaub schon. Sollte das Eis nicht schmelzen, wenn man die Feuerblume drauf wirft? Eigentlich schon. Ach nee. Sag mir jetzt ja nicht. Mario Kart ist unrealistisch. Ich hab Mario Kart für das Realistische, für meine Recherche genutzt, eigentlich, wie die Welt funktioniert. Und dann schmilzt das Eis nicht. Ich glaub's nicht. Dönerfrau. Döner Mann, Dönerfrau. Stark. Nee, nicht Palme, dann ist es Nutella. Wir wollen aber nur Nutella. Also müssen wir Erdöl nehmen. Erdöl, Benzin oder Diesel. Ja, nur Nutella. Schön gemischt mit Erdöl. Stark. Also, was gibt's Besseres? Als schön Erdöl reinzuballern. Wer kennt's nicht? Aber nee, nur Nutella ist nachhaltig. Da kommt nur regenerative Energie rein, so von. Wie von Windrädern und so weiter ist da in Nutella drinne. Wir benutzen kein Benzin, sondern nur Strom von regenerativen Ressourcen. Windenergie. Was, kriege ich mich hops nehmen? Ich glaube schon, oder? Ich spiel gleich auch mit. Ah, das wäre richtig cool, Banane. Also wirklich. Je mehr, desto besser. The more the merrier. Du musst dir nochmal erzählen, habe jetzt angefangen mit auf Wattpad zu schreiben. Wattpad macht immer viele eigene Geschichten teilen und so weiter, oder? Ja, war das das? Ich war nie so richtig in der Schreibcommunity aktiv, sondern ich habe immer für mich geschrieben oder für Freunde halt dann. Aber nie ist online irgendwie geteilt, deswegen. Ich glaube, Wattpad war auch, wo man eigene Geschichten teilen kann und Fanfictions und so.
hatte aber eine schlimme Schaltblockade, die mittlerweile wieder weg ist. Da habe ich einfach zweieinhalb Kapitel geschrieben. Okay, das ist heftig. Also ich kenne es bei mir schon. Wenn ich mal schreibe, ich bin froh, wenn ich eine Seite aufs Papier kriege. Also ich bin ja schon froh, wenn ich nur eine Seite hinkriege, bin ich schon richtig, richtig froh. Aber dann zweieinhalb Kapitel, das ist krass. Das ist krass gut. Respekt. Aber es ist immer das Coole, wenn man so eine Schreibblockade hat und dann plötzlich wieder so ein Funken an Kreativität reinkommt, so der Funken wieder erhält. Da macht es wieder richtig Bock zu schreiben und man kann richtig an ein Stück einfach alles reinhauen. So kenne ich das auch immer zu Schreibblockaden. Bin ich immer auch richtig. Eigentlich ist immer das Coole daran, da hat man so einen richtigen Schwung an Kreativität. Ich kann auch richtig Geschichten veröffentlichen, alle Genres, auch Fanfiction, stimmt. Da habe ich den Namen richtig im Kopf, also den Kontext davon. Aber hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr unterwegs sein müssen, weil ich eigentlich dann auch schon ein bisschen mehr weiter mit in meiner Geschichte und so weiter, von meinem Skill her sozusagen. Das Problem ist ja immer, dass man das mit Freunden teilt, so die Geschichten. Nein, wieso erwischt das mich? Wenn man das mit Freunden teilt, die lesen das dann und sagen, ja, das ist die beste Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Wirklich die beste Geschichte, nichts daran ist falsch. Hab noch überholt. Da ist immer den Feedback immer ein bisschen schwer. Aber so online hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Feedback kriegen können. Also sind wir schon richtig viele. Stark. Ich bleibe ein Zuschauer. Und wirklich, damit bist du auch schon eine recht riesen Unterstützung, Raphael, also wirklich. Vielen Dank dafür. Liebe geht raus an dich und an alle weiteren auch. Nicht immer zufällig. Das hast du ja auch bei dem richtigen Feedback und dann das ja immer so. Ich meine, manchmal muss man doch sagen, manchmal ist es doch einfach wirklich gut geschrieben. Also, da gibt es wenig zum Aussetzen und so weiter. Aber man selber ist halt immer richtig kritisch mit sich. So kenne ich das zumindest. Man schreibt irgendwas und ich weiß halt genau, was ich damit erreichen will, was ich aussagen will, wohin es führen soll, was es einfach ein Gefühl geben soll. Ich weiß genau, was es alles machen soll. Und das macht es halt für mich nicht, wenn ich das lese. Dann habe ich immer wieder so... da fehlt das gewisse Etwas. Und dann bin ich richtig kritisch mit dem Teil, wenn ich den geschrieben habe. Aber jemand anders, der das einfach subjektiver betrachtet, so besser gesagt, der kann da viel, viel rationaler drüber lesen, sich was dazu einbilden und seine Meinung sagen. Deswegen, oft ist es auch so, vielleicht ist es auch einfach gut und die haben nichts auszusetzen. Aber oft einfach nur, weil man anderen nicht verletzen will. Aber schon mal so ein zweischneidiges Brett. Ja. Klein Fact, das dritte Mal schreiben. So, ich habe gerade viel erzählt und den Chat nicht so richtig gelesen. Ich schau gleich, ob ich verkoppelt bin, dann habe ich es auch überlesen. Kann alles löschen, neu schreiben und unzufriedener sein. Kenne ich, ja. Kenne ich auch. Ich hatte aber 180 Seiten geschrieben von der Geschichte. War dann so unzufrieden, dass ich einfach alles weggemacht habe und neu angefangen habe. 180 Seiten einfach weg, weil ich so unzufrieden war. Das ist so dumm einfach. Lecker, du Nutella. Nutella ist immer gut. Ich mal kurz die Nachrichten. Welche habe ich verpasst? Natürlich nehmen wir erneuerbare Strom, weil das Erdöl muss ja Nutella mixen. Die Leute, die abnehmen wollen, nimmt man Benzin für veganer Diesel. Nee. Benzin ist ja nicht erneuerbar. Da kommt einfach der Strom kommt da rein. Also statt Benzin kommt da der erneuerbare Strom rein. Sagt mit euch allen. Ho ho ho, wie ich so Mist habe, Rennen zu fahren und Spaß zu haben. Ja, James, also wirklich. Ich freue mich auch darauf, dass du mitmachst, wenn ich nicht Simon Hobbs einfach. Aber ich freue mich, dass du mitmachst. Ich freue mich wirklich. Kannst du meine letzte Nachricht lesen? Vielleicht, gleich, wenn ich sie gleich sehe. Dann werde ich noch kurz ein paar andere Nachrichten nachholen. Die von Marie und die von Quentin zum Beispiel. Nö, Dönermann, du bleibst hinter mir. Zack, komm schon. Ah, als ob es nicht getroffen hat. Als ob das nicht getroffen hat. Nein, aber ich gegessen. Also rückwärts haben wir es aufgehört, statt wegzuschmeißen. Ich habe es doch nicht weggeschmissen, aber ich habe die Geschichte neu umstrukturiert im Kopf und, also nicht im Kopf, aber halt komplett umstrukturiert, die Story abgeändert, paar Plots angepasst und so, aber die Geschichte habe ich noch. Also das tue ich nicht einfach löschen. Das war auch mehr so metaphorisch gemeint. Aber ich habe die Geschichte über Bord geworfen und dann quasi neu gemacht. Schon? Ach doch, ist okay. Ich muss kurz die Nachrichten nachholen.
Eine Person aus meiner Freundesliste spielt Crash Team Racing. Ich bin stolz. Also sofort einladen zum Spielen. Geht das Multiplayer? Sofort einladen, um mit der Person spielen, aber sowas von. Aber finde ich cool. Die MK-Autos fahren, meine Autos fahren auf Zapdos-Energie von einem Zapdos, das den ganzen Tag nur Donner einsetzen, ständig durch einen Pokémon-Sender die EP wieder aufgeladen kommen. Alter, das ist Infinite Strom. Machen die das in Pokémon? Das ist ein Infinite Stromglitch. Machen die das in Pokémon? Das ist ja gar nicht. Das ist komplett, absolut gar nicht dumm. Das ist richtig schlau. Sollte es auch in echt geben. Auf meinem Discord-Profil sieht man ein Bild von Mochiro Tokito. Ah, okay, bei Discord muss ich mal gucken. Vielleicht ist es da ein bisschen größer. Aber ja, verstehe ich da komplett. Das ist halt der Fluch eines jeden Schreibers. Außer man heißt Brandon Sanderson. Habt ihr es eigentlich auch mal mitbekommen bei Brandon Sanderson, falls ihn irgendjemand kennt? Das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk. Der hat in der Pandemie, war ja dann Lockdown und so. Und danach hinein macht er so ein Video und sagt, ja, ich hab ein Geheimnis für euch gehabt. Ich habe hier ein ganzes Buch geschrieben. Ja, aber so noch nicht alles. Ich habe noch ein Buch und noch ein Buch. Und noch mal ein Buch rausgehauen. Und dann noch so eine, glaube ich, was war es? Graphic Novel. Einfach so, haut einfach vier Bücher raus, die er geheim gehalten hat. Der Typ ist eine Legende, Brandon Sanderson. Ich weiß nicht, wie der so viel schreiben kann. Das ist nicht mehr menschlich. Das ist so krass. Haben wir auch noch so gut. Ich habe Starside. Heißt es Starside? Ich weiß gar nicht, was in Deutschland so heißt. Habe ich gelesen. Ultra gutes Buch. Ultra gut gemacht. Also wirklich. Der Typ kann schreiben und haut die wie eine Maschine raus. Das ist so krass. Was schreibt er so? Fantasy. So, Fantasy ist ein Science Fiction auch ein bisschen. Aber ich hab jetzt nicht so viele Bücher gelesen. Da musst du erst da fragen. Der ist schon ein größerer Fan als ich. Aber vielleicht sagt die Weg der Könige was. Oder Nebelgeborene. Starside, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich glaube, was mit Gana. Ah, ist nicht mehr. Elantris, alles gute Bücher. Star schwärmt davon komplett. Muss mal ihn fragen. Der kann da ein bisschen mehr raushauen. Vielleicht ist er auch im Chat dabei. Wer weiß, vielleicht kann er kurz mal raushauen. Wer weiß es schon. Infinite Strommotor an zwei Dynamos. Der eine Dynamo sorgt für den Strom mit Motor und der andere macht den Strom für die Außenwelt. Ja, oder einfach ein Zapdos hin. Und der macht den Strom für alle. Der braucht keine zwei Dynamos. Ich habe keine Ahnung, wie Strom funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist eine Reihe, die Star empfehlen habe. Die Autoren habe ich die Jahre 10 Bänder raus. 10 Bänder! Alter, ich. Nee, wie. Ich frage mich, wie man so viel schreiben kann. Es tut mich gerade viel zu sehr in das Gespräch vertiefen, dass ich gar nicht mehr fahren kann. Wir brauchen meine Nutella. Gibt's in jedem Aldi, in jedem Lebensmittelgeschäft in deiner Nähe, überall. Jetzt habe ich für 10 Minuten nur Mario, nicht Banane. Du musst immer noch Banane, du musst weiterhin Banane bleiben. Danke fürs Abo, Bananenunterstützer und Utopia Rosalina. Danke für die Abo. Oh Mann, Abos hier beiden. Auch wenn du, glaube ich, schon lange Abos bist, Bananenunterstützer. Nutella, Nutella, Nunutella. Ich verstehe es nicht, ich brauche Pause vom Schreiben, ich zumindest. Also das ist schon krass. Stormlight Archives habe ich gelesen. Ich habe auch nur die Stormlight Archives gelesen. Aber es soll richtig gut sein. Ich habe sie nie gelesen. Ich habe erst Starside. Ich glaube, so heißt es. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. War das Starside? Kurz, ja, doch, hier Starside, bis zum Ende der Galaxie. Buch von Brandon Sanderson, genau, Starside. Ultra gut, ultra gut. Ich bin echt ein Fan davon. Natürlich, bei den Blumendingens von Platz 3 auf Platz 11. Ja, das ist Mario Kart, das geht überall. Du bist ganze Zeit Dritter, Erster, Zweiter, kommt eine Rote kurz vorm Schluss und du bist weg. Ich hab nochmal abonniert. Hauptsache, du hast abonniert, dann ist alles in Ordnung. Aber man merkt auch, wie das Niveau sinkt, zwar langsam, aber es sinkt. Von Brandon oder von deinem Lieblings-, also von der Disney-Reihe. Wahrscheinlich von der Disney-Advent hast du gar nicht gelesen, ich Trottel.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Niveau zwingend sinkt, aber vielleicht auch sich der Schreibstil anpassen. Vielleicht doch eher das. Die Nachricht war nicht das mit Crash Team Racing. Ich habe die zweimal in längeren Abstand voneinander geschrieben. Deswegen ist es ein bisschen unangenehm, es nochmal schreiben zu wiederholen zu wollen. Tut mir so leid, Marie, wirklich. Tut mir so leid. Du kannst schon mal, also. Ich erlaube dir, das nochmal zu schreiben, falls du es willst. Oder ich suche gleich nochmal raus. Vielleicht finde ich es dann. Aber tut mir wirklich leid. Dass ich mal eine Nachricht hier auch übersehe, dass ich so wie bei Star, wenn immer heißt, Nachricht lesen, Nachricht lesen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bin besser als Star. Marie, selber habe ich auch bei dir einiges überlesen, Shadow. Ich dachte, ich bin besser als Star. Bin ich nicht. Ich bin genauso schlecht wie Star. Ja, die Abkürzung nehmen wir jetzt weggebombt. Ich tut mir so leid. Ich warte in der Rangliste. Ja, das ist vielleicht auch nicht. Das ist letztes Rennen, das stimmt. Achso, 24 Rennen hat das Turnier. Das letzte Rennen sind wir jetzt gerade. Dönermann ist vor uns. Nunu ist eh besser beim Vorlesen. Bin ich das? Danke, also will ich als Kompliment echt gut dann. Ich habe auch mal überlegt, wenn ich jemals ein Buch veröffentlichen sollte, zum Beispiel, jetzt so gesagt, und ich das mal so in der Bibliothek vorlese, würde ich da einen guten Job machen? Ich weiß es nicht. Könnte ich mein Buch spannend rüberbringen beim Vorlesen? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend mache ich ja keinen so guten, so schlechten Job, wenn ihr das so schreibt. Nein, was soll das? Was hat mich da erwischt? Nein! Okay, das hat mich immer nicht drüber gefahren. Stark. Kannst du Käsekuchen sagen? Käsekuchen, Käsekuchen, Käsekuchen. Käsekuchen. Ich meinte Banane. Das meintest du gewiss nicht. Du meintest nicht Banane. Du meintest Käsekuchen, da bin ich mir sicher. Ich kann den Funfact hier, oder du es nicht raussuchen musst. Das wäre sehr nett dann, okay. Und hau raus. Wie schreibst du? Spielst du noch mit? Nee, du hast schon einen vor mir mitgemacht. Jim, du machst gar nicht mehr drinne. Ist vorbei. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Stefan. Schön, dass du da bist. Sei gegrüßt. Das Buch heißt einfach Quentin quält sich durch Sauerkraut. Das wär ein richtig griffiger Name. Sechster. Sechster ist ganz okay. Das P-Mac Duo ist zu stark. Ihr sowieso. Ihr seid einfach Maschinen. Aber komplett. Ihr seid sowieso Maschinen. Komplett. Kann man nichts sagen. Ich glaube, über mich kannst du dann auch gleich ein Buch dieser Art schreiben. Ich habe so eine Störung. Nee, Shadow, warte mal. Das Buch, wer ist ich? Hier, wenn ich überhaupt ein Buch rausbringe, dann über ein Buch über mein Leben, der Name wäre dann der Schatten in mir. Und wenn ich ein Buch über meine beliebte Persönlichkeitsstörung machen würde, dann ist das Buch, wer ist ich? Der Name gefällt mir. Das ist so ein bisschen poetisch, so philosophisch, meine ich. Der Name gefällt mir. Ich glaube, ich würde das Buch schon sehr interessant finden, weil ich mag so Leute reinzutauchen und die Sichtweisen von den anderen Menschen zu verstehen. Gerade bei 300 Punkte. Gerade bei so Sachen, die ich nicht selber nicht nachvollziehen kann, die ich selber nicht verstehe. Da finde ich es immer ultra interessant, sowas. Also ich will das Buch lesen, auf jeden Fall. Nein, die letzte Runde hat alles versaut. Hat's das? Sehen wir gleich. Hier kurz, ich geh mal kurz hier durch die Bewertung durch. Bei 300 Punkte. Marie. Quentin auch 273. Ihr seid Maschinen. Hat er ein Bot gespielt? War das ein TAS? Habt ihr so ein Tool Assisted Speedrun gemacht? Irgendwie? Wenn er das Turnier getaskt, kann das sein? Aber Marie auf Platz 1 mit 300 Punkten. Und Quentin mit ganz, also wirklich, ist sehr dicht mit der hohen Punktzahl. 273 Punkte. Und dann einfach 100 Punkte weniger, aber auch richtig gut. Von Kiki mit 183, auch richtig gut. Dönermann mit 160, ich mit 160 auf Platz 4. Ich hab Platz 4 erreicht. Richtig gut. Richtig gut. Dann Kira auf Platz 6 mit 157. Bushu auf Platz 7 mit 153. Erik auf Platz 8 mit 66 Punkten. Felix auf 9 mit 57. Familie Scholz auf Platz 10 mit 30. Cookie auf 11 mit 28. Tilo auf 12 mit 24. James, gut gespielt, auf Platz 13 mit 22. Aber der war auch erst gegen Ende dabei. What's up, can you speak English? Yes, but it's a German stream. I'm sorry. Ich bin aus Fleisch und Blut. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sind wir das nicht alle?
Ich bin keine Maschine, ey, jetzt, okay. Du sollst meine 07-Witz lesen, das ist der lustigste und hochqualitativste Witz aller Zeiten. Moment. Ich finde ihn nicht hier. Man nennt es, man nennt uns 007. Null Ahnung von Strom, 0 IQ, 7 Info, endlich Strom, Klitsche. Okay, der ist gut. Der ist der Hammer. Der ist gut. Der ist richtig gut. Wirklich. Der ist richtig, richtig gut. Ja, German would be better. I don't like switching back and forth between English and German. Düt. 100.000 Punkte zu 0 für P-Mac. Aber wirklich, P-Mac, du zerstört alles. Alles zerstört. Aber alles, alles. Das Buch heißt, ach geil, hatten wir schon. Mach mal Splatoon 3 Stream. Habt ihr das Spiel also nicht? Kann ich also auch nicht streamen. Schön dich zu sehen, Lulu, mein Freund. Schön dich zu sehen, Stefan. Auch wenn ich zuerst einen Film rausbringen wollen würde, dort könnte ich meine Geschichte etwas klarer erzählen. Ja, du könntest mehr auf die Persönlichkeit eingehen, also auf dein Inneres sozusagen rüberbringen. Ich finde, Bücher haben so eine richtig gute Art und Weise, wie sie quasi Personen rüberbringen können. Sozusagen, also wie soll ich sagen? Einfach eine Person richtig einzutauchen, die Person richtig zu verstehen und nachzuvollziehen, wie die denkt, wie die handelt und warum. Das können Filme nicht so gut. Ich finde, da wäre jetzt für so ein Buch über die Geschichte, wäre, glaube ich, richtig, richtig gut. So, also besser als ein Film, denke ich. I don't know German. I go alone, then I will come to your stream soon. I would be very happy. Und bin German is also a pretty beautiful language. In my opinion. I hope to see you soon. Yes, this is not a joke. Okay, sehr gut. Ich bin einfach zweimal vom Stachy getroffen und das neben Marie. Zweimal Stachy, aber du bist einfach eine Maschine. Da vorne, dass du die ganze Zeit auf dem ersten Platz bist. Lies mal die Nachricht. Hi Kappenbruder, ich wollte dir noch was sagen. Hallo Kappenschwester. Ich glaube, es ist ja doch. Was wolltest du mir sagen? Hau raus. Das war frech. Das war der freche Star, Stachy. Ja, der kommt immer zweimal. Der kommt einfach, zack, haut dich weg und dann erwartest du dich, dann kommt der nächste Star Stachy und haut dich weg. Schön, in den Chat zu schreiben und ich spiele auch Nintendo Switch. Weil ich glaube, ich heute kein Turnier mehr machen würde, aber ich kann hier so. Das macht glaube ich, mehr Sinn. Dann können wir noch ein bisschen quatschen, vielleicht so ein paar Minuten. Schön, in den Chat. Hallo Mitopia, Rosalina. Oh, das, du hast abonniert vorher, das habe ich gesehen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich meldest. Ich finde Bücher besser, weil es dort detaillierter ist und man auch sein eigenes Bild machen kann. Ja, ist auch noch so ein Punkt, genau. Finde ich auch. Der kann auch wirklich. Ein gutes Beispiel ist Harry Potter, finde ich. Die Bücher sind alle. Die Filme sind alle richtig gut. Die machen ultra Spaß. Aber man kann das alles so viel besser nachvollziehen und es ist so in Harry reinversetzen, in den Büchern. Das ist immer so ein ganz anderes Feeling. So, ich weiter Englisch reden. Lieber Deutsch würde ich cooler finden. Kennst du Willkommen bei den Louds? Ich kenne den Film von Nickelodeon, die Serie, den Cartoon von Nickelodeon, aber ich habe ihn nie gesehen. Soll aber richtig gut sein. Aber ich kenne ihn, aber nie gesehen. Den Cartoon. In dem Film wäre es dann eine Mischung aus so einem Schauspieler und Erzähler. Wie funktioniert das? Also so eine Off-Stimme, die dann die Sachen erklärt zu Morgan Freeman. Wie heißt der nochmal? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was meinst du mit Erzähler? Ich habe eine klitzekleine Geschichte von Löwen erfunden. Willst du sie hören? Klar, hau raus. Hau raus. Wartet, kurz alle aufhören, in den Chat zu schreiben. Nur hör auf zu reden und beweg dich nicht. Ich hole was zu essen und wenn ich wiederkomme, könnt ihr weitermachen. Das sagen wir einfach alle gemeinsam, wir haben uns nicht bewegt, nicht geschrieben, nicht geredet. Und Gushu Gaming muss es uns glauben. Das kriegt man hin. Ein guter Kompromiss. Ich muss, verstehe ich immer noch nicht ganz so, aber sehe ich vielleicht gleich hier unten, wenn ich unten angekommen bin. Ich habe ein Like da gelassen. Vielen Dank, Stefan. Jeder Like hilft. Für euch nur ein Klick, für mich aber eine große Unterstützung. Habe ich ja nicht kopiert von irgendjemandem, der Matthias Berger heißt. Den Spruch, ne? Und manche Sachen in meinem Leben muss man einfach bildlich sehen, damit man
die richtig versteht viele Orte. Zum Beispiel muss man einfach sehen, selbst wenn man sie nicht sieht, sie nicht kennt. Ja, warte mal. In meinem Leben muss man einfach bildlich sehen, damit man sie richtig versteht. Viele Orte zum Beispiel muss man einfach sehen, selbst wenn man sie nicht kennt. Aber es ist nicht gerade auch ein... Ja, okay. Das heißt, also er muss beschreibt, es ist weniger krass oder weniger... Also schweres Foto schreiben, wenn man es nur beschreibt, dann muss es halt sehen können, oder also wie meinst du das? Ich mag keine Buchverfilmungen, weil diese schöne, gewalte Bild zerstören. Aber man muss die getrennt sehen, finde ich immer. Ich finde, der Buch-Harry ist ein anderer Harry als der Film-Harry und die Geschichten allgemein. Sind ganz anders auf jeden Fall. Ich kann das immer gut getrennt sehen. Also, ich zumindest. Aber ich verstehe schon, woher das kommt. Nein, die Werbung von Voldemort in den Büchern, wie er den Film aussieht, das stimmt wirklich. Das ist wirklich so. Ja. Auch allgemein, der Voldemort im Buch. Und ich habe wirklich, der Voldemort im Buch, der ist so eine krasse Persönlichkeit. Du merkst einfach richtig, wie die Leute richtig Angst haben vor dem. Die wollen die Namen nicht aussprechen, die haben voll Angst davor. So richtig, richtig krasse Präsenz, die im Film nicht rüberkommt, finde ich. Im Film ist es eine kleine Witzfigur. Finde ich. Matthias Berger ist so cool, ohne Witz. Ich schaue den gerade einfach rauf und runter. Der ist richtig, richtig cool. Ein richtig krasser Typ. Einfach sympathisch. Stimme ich zu. Nunu, kann ich dich melken für Nunu Teller? Nein, auf keinen Fall. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das ist für OnlyFans, wenn überhaupt. Das machen wir nicht. Ich habe gerade mal Party 987. Mal Party 987 Sterne zusammen. Verstehe ich nicht. Mario Party? Teepausen, hier ist nichts los. Sehr gut. Der Licht muss anbleiben, leider. Den Fact, den ich meinte, war, dass die letzte Folge von Davids Podcast komplett auf mich zugeschnitten war. Kann man sagen. Und Nuri, die als Gast dabei war, mir gerade gute Rede gibt, privat. Okay, warte mal. Das ist ja richtig cool. Über was ging das Thema? Warte mal. War das nicht Koffein und Protein oder so? Protein oder andersrum. Podcast. Was war das Thema? Das bin ich neugierig. Ah, okay. Ja, okay. Das finde ich ja richtig cool. Finde ich ja richtig. Vor allem, dass David auch so ein Thema bespricht. Protein und Koffein Nummer 11. Wie ist es, eine Transfrau zu sein? Feed Nuri. Finde ich richtig cool, dass er das bespricht und sowas zum Thema angeht. Gefällt mir, finde ich stark von ihm. Aber David ist auch wirklich eine coole Socke, was soll man sagen? Finde ich cool, dass er dem eine Bühne gibt. Gefällt mir. Es war mal eine kleine Löwin. Eine kleine Löwin. Löwin? Löwin? Die auf den Ziel gegangen ist und hat auf eine böse Löwin gestoßen. Ist auf einen bösen Löwen gestoßen. Sie wollte die kleinen Löwen besiegen, doch sie ist weggerannt. Dann haben die Eltern gegen sie gekämpft. Ende. Hauptgeschichte. Sehr gut. Hat mir gefallen. 10 von 10. Ich weiß nicht, ob es hier gerade war, es wird geredet und so bla bla bla. Dann ist kurz ein stiller Moment, wo ich Erzähler die Situation etwas besser erkläre und dann auch sage zum Beispiel Erzähler, doch schon bald merkte ich, ah okay, das kenne ich von TKKG. In den Hörspielen von denen machen die das auch immer so in der Art. Da gibt es so einen allmächtigen Erzähler, der quasi alles schon weiß und so weiter. Wahrscheinlich sowas in die Richtung. Du hast eine Situation und dann erklärst du die Situation und tust ein bisschen Kontext dazu geben. Na klar, bei TKG ist es ein Hörspiel, aber kommt auf was Ähnliches hinaus. Willkommen zurück, Gushu Gaming. Wir haben uns nicht bewegt, nicht geredet, gar nichts. Perfekt, die hat angefangen weiterzumachen, als ich meine Zimmertür geöffnet habe. Ja, aber genau dann. Vorher nicht, genau dann. Noch ein Turnier. Ja, nee, heute nicht mehr. Ich dachte, wir reden noch so ein bisschen. Und dann haben wir ja schon 8, dann mache ich Feierabend. Lies bitte meine Nachricht. Habe ich doch, oder? Habe ich. Sie ist ja auch bei Germany's Next Topmodel dabei. Ich finde es krass, wie man so etwas schafft. Wirklich? Ich habe eigentlich kein gutes Bild von Germany's Next Topmodel, muss ich sagen. Weil die einfach Werte vertreten, die ich nicht so cool finde insgesamt. Aber das ist wieder was Positives, finde ich dann.
dass die für sowas auch offen sind. Das hätte ich denen gar nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Chill, vielleicht sollte ich mir den Podcast auch mal anhören. Den hatte ich jetzt schon so eine Weile im Hinterkopf. Den hatte ich jetzt schon eine Weile im Hinterkopf. Soll anscheinend gut sein. Also man kann schon mal Marie fragen, die scheint dann schon jede Folge anzuhören, so wie ich das verstehe. Ich habe jetzt eher selten, ich hab noch nie reingehört, muss ich sagen, so richtig. Wenn überhaupt, dann mal kurz geschaut, was da so abgeht, aber so eine ganze Folge noch nicht angehört. Nee, Spaß, ich habe mein Tablet mit runter in die Küche genommen, mir aus was dem Kühlschrank genommen und bin wieder hier. Das ist auch gut, dann warst du ja nie weg. Dann durften wir ja weiterreden. Verabschiede mich dann, schau mal. Hab noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Jonas. Dir auch noch einen schönen, wunderschönen guten Abend. Liebe geht raus an euch alle, auch an Jonas, an alle. Bis zum nächsten Mal, freut mich wirklich, dass du da warst. Kannst du uns deinen Freundescode geben bei der Switch? Moment. Freundescode. Ja, Ferien, Kappenbruder. Ich leider nicht. Kappenschwester, ich leider nicht. Hätte ich Jeremy's Next Topmodel auch nicht zugetraut. Ja, aber vielleicht gibt es einen Imagewechsel. Vielleicht versuchen die sich ein bisschen politisch korrekter. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich begabt im Geschichten erfinden bin, aber ich finde es nicht schwer, wirklich Geschichten zu erfinden. Ich mache es zwar nicht oft, aber Geschichte, Licht gegen Schatten. Ja, das heißt ja auch begabt sein. Man muss auch sagen, man kann wirklich aus jeder Müllkammer Geschichte machen und die interessant rüberbringen. Oft ist es auch einfach nur so, man hat eine Idee im Kopf, so eine ungefähre. Und ob man dann begabt ist oder nicht, die Geschichte quasi zu entwickeln und voranzubringen, sondern schreibt man halt einfach und die entwickelt sich von alleine dann. So kenne ich das auch ganz oft. Du hast Charaktere im Kopf, die bringst du aufs Papier und die Charaktere leben dann quasi eine Geschichte vor. Du schreibst dann und dann weißt du, die Lilly. Was würde die jetzt machen? Und dann quasi dann tut dir die Geschichte für dich vorgeben und dann geht es in eine. Also dann schreibt die sich alleine die Geschichte, sozusagen. Also begab's denn oder nicht? Oft muss man nur so eine ungefähr eine Idee haben und dann schreibt die sich von alleine. Und ich glaube, jeder hat das Zeug dazu, eine spannende Geschichte zu erzählen. Da bin ich mir sicher. Ein Abo bleibt auch da bei allen deinen Videos, wie die du machst. Vielen Dank, Stefan, wirklich. Jede Unterstützung ist wirklich richtig, richtig gut. Vielen Dank. Erst weil ich nur Unsympathisches über die Show gehört habe. Ja, so geht's mir auch. Ich krieg nur schlechte Nachrichten mit. Die erste gute war das jetzt. Das ist halt echt so. Ich schau's auch nicht und kannte Nuri vorher auch noch nicht, aber da sag ich mal, danke David. Also finde ich auch sowas wichtig, dass man eben eine Bühne gibt. Weil gerade auch, also, soll man sagen, viele haben es einfach nicht auf dem Schirm und kriegen nicht alles mit und so weiter. Da finde ich gut, dass man eben eine Bühne gibt, das ein bisschen vorstellt und so die coolen Sachen auch mal ein bisschen ins Licht bringt, in Anführungsstrichen. Deswegen finde ich sowas echt cool. Weil je mehr Leute davon hören, je mehr Leute können sich damit beschäftigen und sich eine gute Meinung bilden. So, du verstehst, was ich meine. Kannst du jetzt den Profil bewerten, den Zuschauerstream machen? Habe ich immer noch keine Lust drauf. Ich sehe den Sinn dahinter immer noch nicht. Tut mir leid. Ich bin 2 Minuten hinterher in dem Chat. Ich bin viel zu langsam. Führe ich in meinem Kopf schon, seitdem ich 5 bin, damals sah ich mich selbst noch als den guten Light. Aber mein Leben nun ja sorgt dafür, dass ich lieber der böse Shadow in der Geschichte bin. Das ist eigentlich auch noch so ein guter Punkt. Also ich habe schon eine ganze Geschichte in meinem Kopf. Es gibt so einige Ereignisse in meiner Vergangenheit, wo ich sagen würde, da will ich mal die Situation besser verstehen können, die Person besser verstehen können und mich besser verstehen können. Da habe ich da im Kopf so eine Geschichte drumherum gesponnen. Sozusagen, wo ich dann versuche, mich der Person reinzuversetzen und quasi so das auf meine Weise halt drüber zu bringen, quasi um das zu verarbeiten oder besser zu verstehen, besser gesagt. Und dafür sind Geschichten auch richtig gut. Um Sachen besser zu verstehen, was ich da hineinversetzen möchte. Da musst du quasi aus der Person musst du ja schreiben und für die Person schreiben. Und dann kannst du vielleicht besser nachvollziehen, warum er wie und warum gehandelt hat. Finde ich auch einfach, also auch ein sehr guter Punkt. Also wird vielleicht auch noch so, also auch für dich dann gut sein, Shadow. Also vielleicht dann den bösen Shadow und den guten Shadow, guten Light sozusagen, besser verstehen kannst. Vielleicht hilft es auch so ein bisschen, wenn man da das so in Geschichtenform bringt. Wir leben dich bei allen deinen Videos. Wann kommt der nächste Stream? Der nächste Stream, Freitag 18 Uhr. Und Liebe geht zurück. Na gut, ich bin da mal weg. Danke für die Unterhaltung. Euch schönen Abend noch. Danke, dass du da warst, Quentin, und mitgemacht hast. Liebe geht auch aus an dich. Jeder kriegt Liebe heute von mir. Danke, dass du da warst. Hier noch einen schönen Abend.
Code gibt es nicht. Den gibt es nicht. Den muss es geben. Der ging bisher immer. Da muss ich mal gucken, ob ich das Commander updaten muss oder was mit dem passiert ist. Kannst du die Nachrichten? Ich muss schneller lesen. Aber ich weiß nicht viele denen, ich muss ich nur sagen, findet doch meine Geschichte, aber die schaffen es nie oder finden nur eine kleine, ohne gemein zu sein und unspannende Geschichte. Erstmal ist es eher auch so gemeint. Also du kannst ja aus einer wirklich auch unspannenden Geschichte, kannst du was Spannendes machen. Eine Geschichte erlebt. Ich hab eine Geschichte gelesen. Wolkenschloss. Da geht's nur, dass es so ein Luxushotel in den Alpen irgendwo. Und da macht dann Fanny Funke so ein Praktikum als, also in dem Hotel. Und da passiert nicht so arg viel. Durch den Alltag ein bisschen miterleben, habe ich verschiedene Sachen, aber die ist halt spannend erzählt auch. Am Ende kommt noch so eine Erfüllungsgeschichte dazu, ein bisschen. Aber es ist halt quasi, die Prämisse ist eher langweilig, so ein Praktikum im Luxushotel. Aber die Erzählweise und die Geschichte führt dann zu was Spannendem. Ich glaube, wenn man die Leute denen eine Chance geben und sich da versuchen rein zu vertiefen und so weiter, dann kann, glaube ich, jeder eine spannende Geschichte erzählen. Aber klar, so auf den Steg greifen, dann kurz so, ich laber bla 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 meine Geschichte, das ist dann eher weniger. Man muss halt schreiben, die Geschichte reifen lassen und versuchen, die Charaktere quasi voranzubringen. Aber nicht einfach so aus dem Stegreif erzählen. Dann wird's schwer. Wir sind echt eine coole Community. Das sind wir halt wirklich. Sind wir wirklich, wirklich. Richtig, richtig cool. Die beste Community. Das sagt jeder. Aber ich bin der Einzige, der wirklich die Wahrheit, der nicht lügt. Wir haben die beste Community. Aber es kann wirklich bis 3 Uhr dauern, wenn ich so weitermache. Ich komme nicht hinterher, ihr schreibt zu viel. Ich komme nicht hinterher. Deswegen mal gucken, mal schnell. Dass es auch die Interaktion gibt, dass nur die Piratennachricht Tipps gibt, ist auch nett. Finde ich sogar ultra cool. Das habe ich gerade wieder voll verdrängt. Finde ich auch stark, weil es gibt bestimmt viele Leute, die dann irgendwie auch sich selber nicht verstehen, dann Tipps fragen oder fragen, wie es bei ihr war und so. Ich habe auch sehr viel über mich selber nicht verstanden. Da haben mir auch YouTube-Videos zum Beispiel geholfen. Da geht auch wirklich Grüße gehen an Chain Animation raus. Da gab es ein Video, ich sage jetzt nicht welches, was mir wirklich sehr viel geholfen hat, weil ich selbst nicht verstanden habe. Deswegen finde ich es auch cool. Also das macht gerade mit Privatnachrichten wäre nochmal ein ganz anderes Step dann, wo man mehr zu erfragen kann, mehr erfahren kann. Gerade auch als Privates hätte dieser Shadow meine zweite Persönlichkeit geworden, wenn ich er bin, hasse ich Menschen und will nichts als Leid sehen. Ich lache oft über die schlimmsten Sachen. Nee, warte mal. Also Shadow ist jetzt der Dark Shadow, oder meinst du den Shadow, den du hier im Stream verkörperst? Verstehst du gerade? Gerade euch das Private, das heißt, dieser Shadow meine zweite Persönlichkeit geworden. Wenn ich er bin, hasse ich Menschen, dann will nichts den ans. Ach, wie schön. Jetzt. Warte mal, über welchen Shadow reden wir? Den Shadow, den du hier verkörperst? Sorry, ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Lampe vom Schreibtisch hat sich selbst angeschalten. Da sind Geister unterwegs. Das ist der Unterschied zwischen der grüne Mario und der Mario und grüne Mario. Eigentlich gibt es keinen Unterschied mehr. Grüner Mario hat in dem Kanalbeschreibung erwähnt. Ansonsten vielleicht eher nix. Freitag 18 Uhr ist Mario Maker 2. Da gibt es auch einen Streamplan. Vielleicht kann man ja auch einen Discord posten, wenn ich so drüber nachdenke. Wo man dann so ein Bild sieht, was Freitag kommt sozusagen. Aber wäre mal auch eine Idee, in den Discord reinzuhauen. Ich hab den Streamland immer noch nicht im Blick. Ja, er ist auch immer sehr, sehr wirr. Also von dem her, manchmal ist es dann am Mittwoch ein anderes Stream, dann am Freitag, dann also nicht immer ganz so ein Plan, den man Woche für Woche raushauen kann. Aber dann kommt auch die andere Persönlichkeit in mir raus. Ich nenne sie immer Light, sie ist nett, freundlich und dann das Problem ist, viele mit einer positiven Persönlichkeitsstörung wissen, wer sie sind und wer ihre Persönlichkeiten sind. Aber ich weiß nicht, wer ich bin. Bin ich Light oder Shadow? Es gab mal ein Ich, doch, das ist jetzt tot. Sowas kann auch passieren, dass dein Gehirn dich sozusagen löscht. Das stelle ich mir irgendwie richtig beängstigend vor. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich mag. Wie ich auf welche Sachen reagiere und so weiter. Ich stelle vor, das wird einfach dann gelöscht werden. Ich bin plötzlich eine andere Person. Das würde ich mir sehr beängstigend vorstellen. Ich kann mir also
Aber gerade das muss ich, also so fies es vielleicht auch klingt, aber gerade das finde ich auch faszinierend irgendwie. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist, sozusagen das selber, das zu erleben und so in der Situation zu sein. Es geht in meinen Kopf nicht rein, wie das sich anfühlt. Kann ich quasi also schwer nachvollziehen. Deswegen finde ich gerade so eine Geschichte aus der Perspektive, die so eine Person schreibt, eigentlich ultra interessant finden. Weil ich weiß nicht, ob es jetzt fies klingt oder nicht. Dass ich sag, jupp, den gemacht hat. Ach, ich weiß nicht. Schwer, also wirklich schwer für mich vorstellbar. Wenn ich mit meinem Kanal auch Einnahmen durch Event geschaffene Ziele, kaufe ich vielleicht eine bei euch. Also wenn du durch deinen Kanal Einnahmen erzielst, dann gibst du die für dich aus. Dann hast du dir das Geld verdient und sobald das YouTube-Money reinkommt, gönn dir irgendwas richtig Gutes. Tu damit dein Kanal ein besseres Mikro, eine Kamera oder keine Ahnung, besserer Stuhl. Ich hocke immer noch auf so ein... Habt ihr den Stuhl eigentlich mal gesehen, auf den ich die ganze Zeit hocke? Guckt euch mal den Stuhl an. Das nennt sich ein Stuhl? Das ist kein Stuhl, mit dem man streamen sollte. Also, haut das Geld für was Sinnvolles raus, aber nicht für eine Mitgliedschaft. Gönnt ihr da was Gutes? Auch danke an diesen Nunu Star und seine Community, falls ihr die kennt, dass ich da vieles anvertrauen kann. Falls ihr die kennt? Ne, doch klar. Also ich kenne mich auf jeden Fall. Nee. Aber auf jeden Fall, egal, ich verstehe gerade nicht ganz, falls ihr die kennt, das verstehe ich gerade nicht ganz. Aber euch der Community ist halt wirklich so ein richtiges und Safe Space, finde ich auch für mich. Einfach coole Socken, den kann man gut reden, die haben Bock drauf, kann man sich anvertrauen, finde ich auch wirklich. S-Tier Gaming Chair, ist halt echt so. Das ist kein Streaming-Stuhl, ich sag's euch. Euer Problem ist, ich bin ich leid, dann bin ich nett, aber komme im Leben nicht weiter. Wenn ich schneller, dann bin ich ein A, aber ich komme im Leben weiter. Noch bei beiden Seiten habe ich Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, ich bin auch ultra nett. Also ich tue eigentlich selten irgendjemandem irgendwas zuleide und so weiter. Aber ich komme auch voran im Leben. Ich finde, es schließt sich nicht zwingend aus. Man muss sich halt trotzdem entsprechend engagieren und verkaufen. Aber das kann ich jetzt schlecht nachvollziehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn man ein A-Loch ist, dann kommt mein Leben sehr, sehr viel weiter. Nicht umsonst in die größeren Tiere, meistens immer irgendwelche Volltrottel, ich sag's mal so. Also ich verstehe schon, woher der Gedanke kommt. Dank einer persönlichen Person könnte ich vielleicht endlich wieder ich sein und friedlich leben. Mit Menschen klingt natürlich nicht immer, aber Jill und mir hasst ihn dafür, dass er nett ist und so. Seitdem mir mag ihn und wäre gerne sein Freund. Er ist zum Glück wirklich sehr freundlich und kommt gut gegen meine Ignoranz an. Dadurch habe ich öfters die Kontrolle und schätze mal, ich bin leid. Finde ich eigentlich sogar auch cool. Aber oft ist er wirklich, also das heißt nicht oft, aber es kann wirklich sehr gut sein, wenn man so eine Person im Leben hat, die eine Chance gibt, die einen so nimmt, wie man ist und versucht, einen zu festigen sozusagen. Ding, hoffentlich, also schießt die Person wirklich nah an dein Herz dran. Egal ob jetzt Light oder Shadow. Die Person ist wirklich, die ist eine richtig gute Person. Die Person hat die Herz am rechten Fleck. Dann am Samstag so Princess Peach Showtime. Ja, genau, Samstag Princess Peach Showtime. Gucken, wie weit wir dann da kommen. Es gibt Leute, die zwei Persönlichkeiten haben, die anderen Humor haben. Die eine ist zum Beispiel aggressiv und die andere nett. In seltenen Fällen sprechen die zwei Persönlichkeiten für verschiedene Sprachen. Also mit den Sprachen kenne ich. Also, dass man, wenn man eine neue Sprache lernt, dass man auch irgendwie eine andere Person so ein bisschen. Das kenne ich so, das ist so ein Phänomen irgendwie auch. Das kenne ich so ein bisschen. Also so das Phänomen dahinter. Was mir brauche ich nicht, ich habe extra für YouTube ein neues gekauft. Ja, ich meine nur so als Beispiel. Oder eine Kamera, vielleicht damit du auch dein Bild streamen kannst. Oder ein Stream Deck oder eine bessere Aufnahmekarte oder. Man kann halt ganz viel kaufen. Quasi, wo man das Zeug wieder reinvestieren kann in sein YouTube, das Geld von YouTube in YouTube wieder reinvestieren kann. So machen wir das großteils. Eigentlich, bisher eigentlich nur, ich habe noch... Noch nicht, gar nicht so, also immer meistens ist es, wenn wir das kriegen, geht es wieder in YouTube rein. Quasi wie die Kamera, der Stuhl, okay, den Stuhl müssen wir einfach mal holen. Aber der ganze PC hier ist von YouTube bezahlt worden. Das Mikro und so weiter auch. Alles über YouTube quasi. Da gibt es halt sehr viel, was man sich dann holen kann für YouTube, um den Kanal noch besser zu machen.
Ich weiß nicht, ob das sowas möglich ist, aber vielleicht bin ich Shadow und Leiter, aber kann man sich aufteilen? Kann dann Gyorn dich in zwei Leute spalten? Ich weiß es leider nicht. Leider auch nicht, ja. Aber das Gehirn ist auf jeden Fall zu sehr, sehr viel fähig, auf jeden Fall. Das Gehirn darf man nicht unterschätzen. Aber das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, das ist doch was, was du für dich rausfinden musst, oder? Ah, das ist schon, ich finde, das ist ein sehr schweres Thema. Weil man es auch einfach nicht vorstellen kann. Ich kann nichts Konstruktives dazu sagen, leider. Ich habe schon zwei Sachen für meinen YouTube-Kanal gekauft. Erst ein Mikrofon und dann eine Capture Card. Ja, was meine ich? Also, da wird noch mehr kommen, sowas bei uns zumindest. Da wird noch mehr kommen. Da will man so ein Mikrofonarm haben, weil der einfach cool ist. Dann brauchst du so ein Stream Deck, Go XLR oder sowas. Oder vielleicht ein Mikrofon, wo man draußen aufnehmen kann. Also unterwegs auch. Kam selten zum Einsatz, aber ich habe schon einige Sachen. Ich bin zu nett, ich werde manchmal ausgenutzt. Ich ja Leuten Sachen, weil ich nett bin und bekomme die nicht wieder. Ich helfe Leuten, weil ich nett bin, aber werde im Gegensatz wollen die mit mir Stress anfangen. Ja, das kenne ich in der Hinsicht immer. Dann ist man mit jemandem befreundet, sagt, ah, ist am Wochenende Zeit? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Dann hörst du am Wochenende nie wieder was von der Person, weil die dich vergessen hat. Und dann kommt zurück, ah, sorry, ich musste doch arbeiten, ich hatte echt so viel Stress, mir ging es echt nicht gut. Und ich denke mir dann, er gibt doch Bescheid, was soll der Mist jetzt? Aber ich bin dann zu nett und sag dann, ja, verstehe ich, passt schon, nächstes Mal machen wir es besser. Also den Ausnutzen kenne ich auch in mehrerlei Hinsicht. Ich habe absichtlich so gesagt, als würde ich über wen anders reden und deine Reaktion zu sehen. Oh ja, den kenne ich, ist ein netter Kerl. Ist er wirklich? Nunu ist ein netter Kerl, Star auch. Das stimmt allerdings. Ich war schon verwirrt, denke mir so, hä? Soll ich irgendwas missverstehen? Redet jemand sich mit der Community? So, hä? So, hä? Ich verstehe es nicht. Aber klar, das macht Sinn, das ist okay. Hätte ich riechen können. Hätte ich ja schnüffeln können. Ich denke mir, ich lese doch bis nach unten. Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Bin wieder back, weil das Thema wegen Shadow interessant finde und ich ihn helfen will. Finde ich euch auch sehr nett von dir, Quentin. Hast bestimmt schon irgendwas richtig Sinnvolles geschrieben, was in den drei Minuten, also drei, ich bin drei Minuten zurück. Ja, mal schauen, was dann gleich kommt. Ich spiele ein Spiel, wo die Entwickler ein ziemliches Rangproblem haben. Es gibt E, D, C, B, A und S und die haben SS, SSS, Z, 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 UZ noch reingebracht. Was ist da los? Kann man das noch kommen? Wie kompliziert soll die Rangliste sein? Ja. Das haben die voll verkörpert. Ich versuche keine Mitgliedschaft zu kaufen, aber check nicht, wie ich meine Karte richtig benutze. Ich kann es dir auch gar nicht mehr sagen, wie das funktioniert. Ich habe das damals vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich oder sowas, oder ein Jahr, habe ich das mal gemacht, damit ich Mitgliedschaft für mich selber kaufen kann. Also mit meinem Account, für den Account hier eine Mitgliedschaft kaufen kann. Dann habe ich es nie wieder benutzt. Kann ich halt auch nicht helfen, aber... Also du bist auch so ein richtig großer Teil der Community, Cookie. Ob Mitglied oder nicht... Trotzdem, Liebe geht raus an dich, also wirklich, die Unterstützung von dir ist so auch schon gigantisch. Es ist in dieser Störung, die Erstbündigkeit kann zum Beispiel nur Spanisch, aber deine Echte kann Deutsch und aus der Schule Englisch. Ach so, ich dachte, das wäre, es gibt nämlich so das Phänomen, wenn man eine neue Sprache lernt, dass man dann quasi so zwei Persönlichkeiten mehr oder weniger entwickelt. Englisch ist man ein bisschen mehr so aggressiv, so ein bisschen so mehr extrovertiert und in einer Sprache ist man dann... introvertiert sozusagen, aber das ist mehr so subtil dann, glaube ich, und nicht so krasse Persönlichkeitsänderung. Ja, Shadow wird vermutlich immer ein Teil von mir sein, aber manchmal kann der auch vielleicht sogar helfen. Ich bin ich und er, wir könnten wirklich Freunde sein, wenn das was er hat, das habe ich nicht und andersherum. Aber ich finde, das muss nicht wirklich, also muss auch nicht entweder das eine oder das andere sein. Manchmal hilft es einfach, wenn man einfach gemein und unaggressiv ist, also einfach ein bisschen direkter sozusagen. Manchmal muss es halt auch einfach sein. Man muss nicht immer nur nett und hilfsbereit und alles drum und dran sein. Manchmal für sein eigenes Wohl muss man halt eher an sich denken. Also deswegen muss nicht entweder oder, sondern wie gesagt, wie du sagtest, euch gegenseitig helfen. Wahrscheinlich wäre das so das Beste. Also, Beste. Ich komme nicht hinterher. Ist unglaublich. Also ich habe das mal gehört, dass es das gibt. Echt gibt es da... Gibt es ja, glaube ich, eigentlich nicht. Gibt es nicht.
Ach so, deine echte Persönlichkeit. Jetzt habe ich gerade verstanden. Ich habe einfach so gesehen, ich habe es so verstanden als eine Persönlichkeit und die andere Persönlichkeit. Aber klar, echt ist dann vielleicht. Bisschen schwer ausgedrückt. Dass ich. Ach, und hinzu kommt natürlich, dass ich einsam bin und besser gesagt unter Einsamkeit leide. Shadow sieht das als gut an. Ich rede manchmal mit mir selbst. Zum Beispiel, Shadow, hör auf, du brauchst diesen Lichtling nicht. Das ist auch ein Problem. Mein Gehirn hat ziemlich diesen Shadow aus meiner Geschichte, die seit ich 5 bin, erzähle genommen. Deswegen könnte ich. Wahrscheinlich, ich wäre verrückt. Ich will irgendwas Sinnvolles dazu sagen. Irgendwie was Konstruktives, was Sinnvolles, aber. Ich weiß nicht, was ich sagen kann, was da irgendwie helfen würde. Ich kann. Das ist für mich schwer greifbar. Also, ich kann zumindest auch. Ich bin. Also, ich liebe es, alleine zu sein und so weiter. Aber Einsamkeit ist ja nicht gleich alleine sein. Den habe ich für mich so mehr oder weniger entwickelt. Ich komme gut mit mir selber klar. Ich kann mich gut beschäftigen, ich komme gut mit mir klar. Ich kann gut alleine sein, mit mir sich, also im Kopf selber unterhalten und so. Deswegen habe ich mich nie so richtig einsam gefühlt, obwohl ich oft alleine bin. Aber keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was dazu beiträgt. Kenne ich gut, sehr gut und deswegen ist Nebel mein Element, weil ich mich damals so gefühlt habe. Ah, jetzt auch noch die Throwback zu vorher mit dem Lieblingselement. Das macht, das verstehe ich, das macht sogar Sinn. In zwei Persönlichkeiten beim Entstehen mit dieser Sprache in Kontakt kommt. Also wenn du im Urlaub bist und da deine neue Persönlichkeit machst, kann es sein, dass du diese Sprache übernimmst. Das ist schon fast, also ist so fies es auch klingt, aber es ist faszinierend. Das ist, also, keine Ahnung. Nicht böse gemeint, aber ich finde es irgendwie schon faszinierend. Ich einfach gerne so ein bisschen mehr hören, sozusagen. Das hatte ich früher mit zwei Freunden. Konnte ich leider auch nicht einfach abkoppeln von meinem Leben, da ich keine anderen hatte. Zum Glück habe ich inzwischen bessere Freunde gefunden. Aber ich finde gerade, wenn man noch jung ist, dann kann man, glaube ich, schnell und sehr gut Freunde finden. Du wirst, so kenne ich das. Du bist irgendwo du bist neu irgendwo, also gehst neue Stadt rein oder so. Geh einfach irgendeine Gruppe rein, dann kann ich quasi da schon Freunde finden. Aber ob es dann gute Freunde sind, ist eine andere Frage. Also ich freue mich für mich, dass du da bessere Freunde gefunden hast und mit denen glücklich bist und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Also ich vertraue der Quelle, hier ist Arnold. Quelle Arnold. Es ist wirklich interessant, es ist schade, dass unsere Welt so viele Opfer fordert. Manche wie ich brechen nicht völlig zusammen, sondern bauen sich alleine wieder auf, was dafür sorgt, dass sie zu A-Löchern werden. Also wirklich sehr interessant, finde ich. Finde ich auch sehr faszinierend. Aber die Gesellschaft ist natürlich immer so eine andere Sache dann. Ich bin auch sehr oft dabei. Du bist jedes Mal dabei, Kiki. Nicht nur sehr oft, du bist gefühlt jedes Mal dabei. Du bist einfach ein richtig, richtig integrierter Teil der Community. Da darfst du dich gar nicht unter den Tisch scheffeln lassen. Du bist wirklich fast immer dabei. Das ist ultra krass. Vielen Dank dafür. Manchmal ein Traum, wo ich in einem dunklen Raum bin und sehe mich hinter den Dark Quentin, der nur schlechte Dinge sagt und in der Vergangenheit deswegen auch Dark Name bei mir. Stimmt, daran erinnere ich mich. Daran. Doch. Stimmt, es ist ein Name drin, gell? Ja. Stimmt. Aber vielleicht hilft das auf. Also euch beide vielleicht auch. Also ich finde, so wie ihr seid, seid ihr wirklich einfach perfekt. Ich mag dich, Quentin, so wie du bist, und ich mag auch dich, Shadow, so wie du bist. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Ich meine, okay, Schlechte kriege ich jetzt eher weniger mit, sozusagen, weil über Text und so weiter, aber so wie ich euch hier kennengelernt habe, mag ich euch beide einfach. Ihr seid beide wirklich tolle Persönlichkeiten. Und dann ist es egal, welche Persönlichkeit von beiden ich mit rede. Ich finde, es gehört einfach auch ein bisschen auch dazu dann, so. Beide müssen sich irgendwie die Hand geben. Echte Persönlichkeit stehen, weil ich die allererste damit meinte. Ja, genau so habe ich es eigentlich auch verstanden. Hier so langsam, es war sehr unterhaltsam, aber danke ich wie immer für die Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Klingt wie ein YouTube-Outro. Tut's wirklich, was wohl aus dem Bolognese wurde. Die ist kalt und ich esse gleich. Die Bolognese wird gleich noch komplett vernichtet. Aber danke, dass du da warst, Marie. Danke, also habt noch einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. In meinen Träumen bin ich immer Shadow, selbst in meinen Träumen bin ich dadurch einsam und ungewollt. Nur manchmal habe ich
Leute, bei mir, meinen Träumen manchmal. Also, nee. Ich bin immer Shadow und selbst mein Träumen bin ich. Okay, ich finde gerade, ja, wo ich meine, Träume sind für mich immer sowas Faszinierendes auch. Da tue ich eigentlich nicht drauf achten, ob ich da jetzt alleine bin, die Leute mich nicht mögen, sondern ich tue die Geschichte genießen. Ja, manchmal, so oft ist es einfach eine fortlaufende Geschichte. Ja, auch da ist ein ganz anderer Blickwinkel, was Träume angeht. Für mich habe ich Träume immer als Geschichte gesehen und nie so als meine Persönlichkeit, sondern Träume sind was ganz anderes, so eine eigene Geschichte sozusagen. Als 4 Jahre einsam sein macht einen fertig, glaubt mir. Ich glaube ich dir aufs Wort, ja. Ich meine, ich bin auch oft alleine gewesen und liebe es auch alleine zu sein, aber alleine sein ist nicht gleich einsam sein. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich mitreden, weil einsam gefühlt habe ich mich nie. Auch wenn ich in meiner Wohnung, Anliegerwohnung, weiß Gott wo, alleine gechillt habe für 3 Wochen am Stück, einsam gefühlt habe ich mich nie, weil ich sehr gut mit mir klarkomme und ich auch wusste, ich habe quasi Leute, mit denen ich auch reden kann oder und mich austauschen kann. Niemanden trauen kann. Ich glaube, das macht einen auch fertig auf Dauer, das stimmt wirklich. Wenn man sich niemandem anvertrauen kann. Da hat Kiki Mod verdient, da spreche ich aus Erfahrung und Maitendo würde mir zustimmen. Kiki braucht Mod. Ja, bisher war die Mod-Regel halt, man muss da persönlich kennen und Nunu heißen. Aber wenn die ein bisschen mehr los ist, dann auf jeden Fall. Dann müssen wir vielleicht uns was anderes überlegen und dann wäre Kiki schon weit oben auf der Liste. Aber gut, allein sein und einsam sein ist ein großer Unterschied. Hab ich doch gesagt, oder? Ich kenne da einen guten Spruch. Ich liebe es, allein zu sein, aber hasse es, einsam zu sein. Sag mehr als 1000 Worte. Stimme ich dir voll und ganz zu, so habe ich es auch gemeint. Genau so habe ich es gemeint. Er ist der beste Mod der Welt. Das ziehe ich mal ins Resümee auf von Kiki. So als Empfehlung. Wenn ich jemals einen Mod brauche, dann kommt die Einladung an Kiki, zack. Auf Empfehlung von Gushu Gaming. Das ist das Problem, Shadow. Shadow denkt, dass man niemanden trauen kann, aber Light weiß, dass ich Freunde brauche. Und bis jetzt gibt es in Real Life nur einen, der es schafft, durch Shadow durchzudringen. Ja, okay, das ist schon eine krasse Zwickmühle. Ja, ich finde das richtig schwer reinzuversetzen. Weil ich habe auch nicht viele Freunde. Ich brauche auch nicht viele Freunde, weil ich komme gut mit mir klar. Ich habe gern lieber ein, zwei Freunde, dafür richtig gute Freunde. Aber wenn ich denke, da gibt es eine Persönlichkeit in mir, die Freundschaft dann sabotiert, weil ich denke, ich brauche die nicht. Da stelle ich mir schon echt hart vor, damit umzugehen. Ihre Einsamkeit wäre schön, ich bin seit ich 5 bin einsam. Meine Geschichten und meine Fantasie waren immer bei mir. Seit 5, okay, das macht auf jeden Fall ein aus was. Also, seit 5, das nimmt einen auf jeden Fall mit. Ich meine, 4 Jahre Einsamkeit auch schon, aber seit 5 ist schon mal krass. Aber wieder muss man sagen, aber das kannst du euch auch zu einem Vorteil nutzen. Gerade mit der Geschichte und der Fantasie. Ich finde, richtig gute Fantasie ist auch Gold wert. Kann man auch gut für sich nutzen, gerade zum Geschichten schreiben, also Bücher schreiben, Filme machen und so weiter. Also das kannst du auch, um zum Happy End zu, also so auch für deine Vorteil nutzen sozusagen. Um daraus mal was Positives zu machen und zu sagen. Ich hatte mal eine OP, wo ich mal eine Zeit lang nicht laufen konnte und ich bin mit einem Billo-Schuh und mit einem Straßenschuh in die Schule gekommen und meine Klasse hat mich deswegen ausgeladen. Was für... Nee, das macht mich dann wieder sauer. Das geht da... Das macht mich stinkig. Aber ich meine, das kenne ich, aber Kinder oder allgemein, also Schulklassen und so weiter, die sind einfach, die sind gnadenlos. Die suchen sich ein Ziel aus und die machen das so fertig, bis es nicht mehr kann. Die sind komplett gnadenlos und richtige Biester. Ich weiß nicht, wie ich das anders betiteln soll, ohne dass ich dann gesperrt werde auf YouTube.
Aber ich finde, das geht gar nicht. Aber absolut gar nicht. Ich habe mal eine Klarscheibe reingedappt. Und habe dann auch so einen Gips tragen müssen am Fuß für eine Woche oder zwei. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemand irgendwie negativ über mich gedacht hat. Irgendwie mich ausgelacht hätte. Ich hätte mich auch so verarscht vorgekommen, wenn die lachen würden. Was, wieso macht man das? Wieso tritt man dann auch schön noch Salz in die Wunde rein und lacht über einen, statt ihn zu unterstützen und, keine Ahnung, vielleicht auch eine Hand geben, dass er besser laufen kann oder so. Weiß ich nicht. Es geht gar nicht. Sowas macht mich sauer. Gib einfach auf Süßmod. Auf Süßmod kriegt jeder von euch. Auf Süß. Ein Herz für dich, weil du toll bist. Herz geht zurück, Kappenschwester. Herz geht zurück. Hier. Herz. Oder hier. Rede ich in meinem Kopf auch Geschichten über Flam, am meisten natürlich über die Geschichte meines fünfjährigen Ich als Licht gegen Schatten, doch. Shadow in mir sieht diese Person im Real Life als Leid. Dementsprechend als meinen größten Feind. Ich hoffe jedoch, dass mein größter Freund wird. Das hoffe ich auch für dich, Shadow. Wirklich. Einfach so quasi so inneren Frieden schließen. Ich hoffe das wirklich für dich. Das würde mich wirklich, wirklich sehr freuen. Shadow mich gleich wieder bestrafen wird, nachdem der Stream... Rede nicht mit diesem Lichtling-Shadow, sie brauchen nichts zu wissen, gar nichts, sie sind unbedeutend, ich hasse es. Aber lass dir davon echt nichts einreden, Shadow, du bist wirklich wunderbar und ich habe wirklich sehr Interesse an sowohl Shadow als auch an den Lichtling. An beiden Shadows habe ich sehr großes Interesse. Deswegen lass dir davon gar nichts einreden mit, ich brauche nichts zu wissen, ich will's wissen, erzähl's mir, ich will's wissen. Das kann auch der böse Shadow wissen, also der Dark Shadow. Darf ich eigentlich auch Mod bei Nunu Star werden? Das musst du Gushu Gaming fragen, der kann es dir sagen. Ich werde das erzählen, aber YouTube würde meinen Kommentar dafür nicht bannen, sondern mir etwas Bestimmtes anbieten. Ich glaube, ich verstehe die Anspielung. Ich hoffe, ich verstehe sie falsch. Kiki hat 5 Sterne bei Google für den besten Mod verdient. Kiki scheint echt wirklich krass. Also Kiki als Mod, der schafft das jetzt ganz oben, auf jeden Fall. Meine früheren Schulklassen waren so schlimm, aber ich dachte, es wäre einfach normal. Habe es akzeptiert. In meiner neuen Klasse gab es immer noch ein paar absolut schlimme Personen. Aber wir sind alle... letztes Jahr sitzen geblieben. Das ist das Beste. Wenn die ganzen Idioten nicht selber ausselektieren, das ist das Beste. Das hatten wir auch. Ich habe das Berufskolleg gemacht und da war so ein richtiger Vollidiot, einfach so ein paar Vollidioten. Die haben nur Stress gemacht, waren einfach richtig dumm, hatten keinen Bock drauf, alle sitzen geblieben. Danach war die Klasse gut. Wenn die selbst ausselektieren, das ist das Beste. Dann geht der Stream noch, ja, nicht mehr so lange. Ich habe echt Hunger, ich muss die Bolognese essen. Die wartet, die ruft mich schon, ich höre sie. 5 Sterne bei Gushu empfiehlt Mods. Ja, beides, also das eine ist mehr als das andere, aber ich finde Google ist auch ganz nett. Google kann man mal so als zweite Meinung einholen, finde ich. Gushu empfiehlt ist natürlich ist aussagekräftiger. Ich habe eine Schülerin, in die ich verliebt war, hat mich gefragt, komm doch einfach noch mit dem anderen Bildungsschuh in die Schule. Den wollte ich die ins Gesicht schlagen, weil das kam gerade der Dark-Quentin. Alter, wie assi, das ist so fies. Das ist halt das Problem. Die denken einfach nicht nach, wenn sie sowas sagen. Die denken nicht nach, was das für Konsequenzen hat. Nicht für die für einen selber, sondern für die Person, zu der man das sagt. Denken gar nicht über die Konsequenzen nach, wie diese Person sich fühlen lässt, was sie sich für Gedanken macht. Klar, ich meine, du trägst den Schuh jetzt nicht freiwillig. Was erwarten die? Dass du das freiwillig machst, damit die dich auslachen? Nee. Ganz gewiss nicht. Ich verstehe es nicht. Man sieht doch schon, dass es der Person nicht gut geht, weil sonst hätte man den Schuh ja nicht an. Irgendwas muss ja passiert sein. Und dann noch so hinterher treten. Ich verstehe es nicht. Ich meine, also, ich hatte mal wirklich die beste Klasse, die ich jemals hatte, war in der 10. Klasse. Und da war eine Person. Das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, aber. Die hat immer sehr unangenehm gerochen. Also ich weiß nicht wieso, was da vermehrt alles passiert ist, immer unangenehm gerochen.
Und vor allem nach dem Sport. Hat die wirklich, der hat einfach sehr unangenehm gerochen. Und wir haben uns aber nicht drüber lustig gemacht. Oder die Person nochmal Salz in die Wunde gestreut und so weiter, sondern wir haben dann als Klasse aktiv Ersatzklamotten gekauft für die Person. Schön in Deo Ersatzklamotten gekauft, die sie nach dem Sport anziehen kann. So muss man damit umgehen. Nicht Salz in die Wunde streuen und sagen, ey, warum bist du so unangenehm, was soll das? Und dann noch mobben und so, sondern nee. Man setzt sich zusammen und kauft ihm Ersatzklamotten und versucht das Problem zu lösen, statt Salz in die Wunde zu streuen und das Leben noch schlimmer zu machen. Die Klasse war die beste Klasse überhaupt, in der 10. Klasse. Alle einfach echt wunderbare Menschen. Ich weiß nicht, was aus den allen geworden ist, aber ich hoffe, denen geht's gut. Die Serie, die ich machen möchte mit Shadow, Light, der Ritter, der Wissenschaftler, bla bla bla, die habe ich halt, seit ich 5 bin, das alle als eine Serie zu sehen. Das würde mir viel bedeuten. Ich hoffe auch, also ich gerade sage, mach das zu deiner Stärke gerade, das Geschichten erfinden und die Geschichte, die du jetzt aufgebaut hast, mach das zu deiner Stärke. Ich würde es dir wirklich gönnen. Ich hoffe, du schaffst es auch. Ich würde es auch gerne sehen. Also wenn du es jemals schaffen würdest, dann gib auf jeden Fall sofort Bescheid. Schreib an an Starhausen, zack. Ich schaue es mir an. Mein Kappenbruder hört irgendwelche Stimmen, die von den Stream weglocken. Ja, die Bolognese, die schreit. Ich höre sie nicht nur, ich fühle sie sogar, die Stimme. Tatsächlich, die sollen mal die Situation selber erleben, diese Drecksschweine. Ist halt echt so. Wenn die in der Situation sind, die würden es auch nicht witzig finden. Im Gegenteil, die würden wahrscheinlich sich auch einfach nur mies fühlen, wenn die Schüler noch, also die Schüler noch schön drauftreten, vor allem von Personen, die man geschätzt hat. Und dann kommt so ein Spruch. Das ist einfach nur fies. Das würde keiner gut finden. Ich muss kurz ein paar Tränen vergießen, während ich gegen Shadow ankämpfe. Also, ich bin kurz nicht ansprechbar, aber ich höre trotzdem noch zu. Du schaffst es, Shadow. Du bist eine wunderbare Person, ich sag's dir. Ich bin mal normal auf den Schulhof gelaufen und habe mich mit einem Freund unterhalten. Aus dem Nix brüllt mich einer an, ich hätte ihn beleidigt, ich habe ihn den nie vorher gesehen. Er so, nee. Der mich beleidigt hat, hatte dieselben Schuhe. So random einen Grund suchen, wie er sagen kann, dass ich ihn angeblich beleidigt hätte. Na, ich habe eine Schädelgerei angefangen. Wir haben das Easy abgewehrt. Die haben nicht gerade angefangen. Easy abgewehrt und haben sich dann beim Lehrer ausgeholten. Wir haben Ärger bekommen, weil wir uns verteidigt. Also das ist auch. Lehrer sind auch. Also manche Lehrer sind einfach pädagogisch für eine Mülleimer. Das ist halt echt so. Aber was geht bei dem Typen so falsch? Was ist bei dem Typen so falsch gelaufen, dass der das sowas für nötig hält? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, manche geiern sich darauf ein ab, ich verstehe es nicht. Total unnötig, so ein Stress. Das waren komplette Idioten, auf jeden Fall komplette Idioten, ja. Verstehe es auch einfach nicht. Was erhofft man sich davon? Ich verstehe es nicht. Hallo Emilia, schön, dass du wieder da bist. Und hier aber Kappenbruder, dann geh zu deinem Essen und beende den Stream. Ist ja nicht so, dass du heute irgendwo wegreist für immer. Ja, ich will auch gerne das Gespräch zu Ende führen. Finde ich gerade sehr faszinierend, aber arg lang mache ich wirklich nicht mehr. Das Essen kann auch ein bisschen warten, es kann auch ein bisschen rufen. Die Leute sagen immer, was ist aus der Welt geworden, aber keiner checkt, was sind aus den Menschen geworden. Die Welt ist so, wie sie ist. Also meine, ich glaube, damit ist es doch gemeint, oder was ist aus der Welt geworden? Ich habe das immer so verstanden mit, was ist aus den Menschen geworden, sozusagen, aber... Aber stimmt halt schon, es fängt halt wirklich schon... Bei den Erwachsenen an, die es den Kindern weitergeben und die es nicht besser dann lernen und so weiter. Das ist wirklich ein ganz anderes, schweres Thema, da die Wurzel des Übels zu finden. Sehr komplex auf alle Fälle. Fast alle unserer Lehrer würden bei irgendeiner Auseinandersetzung, die nicht im Tod eines Schülers enden, einfach nichts tun und den Schülern sagen, dass sie das klären sollen. Ich meine, manchmal macht es ja auch schon Sinn. Wir hatten zum Beispiel mal, dass... Ich weiß nicht genau, was es war, aber wir haben die zwei Schüler nicht verstanden. Da war irgendwie so ein bisschen Stress gelaufen und so. Und hat ein Schüler dann was für den was zu viel, hat ihn dann über den Tisch gezogen und so runtergeworfen. Und danach war Ruhe.
kurz gesagt, das ist zu viel, hör auf damit. Das ist meine Grenze, das zeige ich jetzt damit, sozusagen, weil er nicht aufgehört hat. Hat der Lehrer auch gemeint. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist eine Auseinandersetzung, aber jetzt ist alles wieder geklärt. Okay, wenn alles geklärt ist, dann ist es auch okay. Und manchmal gehört es auch schon dazu, wenn es halt in einem vernünftigen Rahmen drin ist. Nicht einfach nur Willkür und ich mache das jetzt, weil ich vielleicht die Person nicht mag oder ich die mobben will, sondern wenn es sich lange aufbaut, weil Leute also eine Meinungsverschiedenheit halt hatten und einer die Grenzen halt nicht kennt. Da muss man mal eine Grenze selber setzen. Das verstehe ich schon dann. Deswegen manchmal schon okay, wenn die nichts machen, aber so gleichgültig ist, wie du es gerade sagst, ja, das ist, glaube ich, dann schon zu hart. Sag ich, wie es ist. So, ich glaube, ich kann wieder. Außerdem ist in meinem Cartoon klar, dass so soll mehr für Erwachsene sein. So eine Mischung aus Hespin und Tell Family Guy und so, aber dann auch nachdenkliche Szenen haben wahrscheinlich. Aber das eine schießt das andere nicht aus. Zum Beispiel Rick and Morty, da kann es auch sehr viel zu nachdenken. In den ersten Staffeln, finde ich, sehr viel zu nachdenken. Oder was war's? Ah, da fällt der Name nicht ein. Ich hätte den Namen nicht, aber es gibt, aber das eine schießt das andere ja nicht aus, finde ich. Ich finde auch gerade die nachdenklichen Szenen sind meistens auch ultra wichtig. Deswegen, also, ich sag, das eine schießt das andere nicht aus, auf keinen Fall. Wir hatten in der Schule eine Aufgabe, wo wir uns selber beschreiben sollen. Wir haben dann auf einem Blatt geschrieben, ein paar Tage später habe ich mein Blatt wieder bekommen und bin. Ja, gleich weiter. Ja, obwohl ich immer noch Probleme habe, neue Freunde zu finden und mich über jeden random Discord-DM freue, die ich kriege, glaube ich, dass die schlimmsten Tage meines sozialen Lebens erst vorüber sind. Aber schon immer ein gutes bisschen so Licht am Ende des Tunnels. Klingt gut. Weil ich habe auch Probleme, Freunde zu finden. Ich bin nicht die Person, die Leute anschreibt oder anspricht oder so. Also, wie gesagt, meine Freunde sind wahrscheinlich seit wirklich 10 Jahren eigentlich in Stein gemeißelt, sozusagen. So neue Freunde finden, da bin ich auch nicht gut drin. Aber ich habe dafür zwei Freunde, ja, so ungefähr, die ich vielleicht dann einmal im Monat sehe, vielleicht auch alle paar Monate, aber es genügt mir persönlich. Aber ich bin auch nicht der Beste drin, so Freunde finden und so. Bei unserer Schule, alle Mann soll nach dem Sportunterricht seine Sachen unter so einem Treppe stellen. Wollte ich machen, ich habe meine Sachen abgestellt. Auf einmal versperrt die mir den Weg zur Schule auf und sagt man, dass man nicht rein darf. In der Schulordnung steht, dass wir unsere Sachen aber da abstellen sollen. Da habe ich sie zur Seite geschoben an den Schultern und bin rausgegangen. Wie sie hat der Schulleiter gesagt, ich hätte ihr massiv in den Bauch getreten. Und ich würde für den Rest des Tages suspendiert. So, hä? Ich war im Recht, ich habe nichts verboten getan, nur weil ich mich an der Seite vorbeigedränge, um auf den Schulhof zu kommen. Da Aufstand machen. Wahrscheinlich, also verstehe ich halt nicht, wieso die Lehrer oder die Schulleiter dann quasi deine Seite der Story nicht wirklich anhören und ernst nehmen. Denn da liegt das Problem. Klar, die Person, die das erzählt, die ist einfach unterste Schublade, aber dass die Schulleitung dann deine Story oder deine Seite nicht ernst nimmt und gar nicht erst hören will, das finde ich, das geht gar nicht. Komm, erinnerst du dich noch an die Geschichte vom Ritter, die ich dir erzählt habe? Oder erst nochmal, Shadow blickt nach dem Lied und während der Kussszene auf dem Ritter und seinem Freund herunter und sagt, das ist nicht das, für das ich kämpfe, aber das ist das, für das ich einst gelebt hatte. Beziehungsweise ich lebte für die Liebe, doch nach allem, was passiert ist, kämpfte ich nur noch für Rache. Das sind auch eigentlich die Schatten in meiner Geschichte. Leute aus allen Dimensionen erleben Hass und Trauer und werden so zu Schatten jeder. Entweder ein Licht oder ein Schatten. Irgendwie ist so ein bisschen klingelt es bei mir, aber ich kann es nicht zuordnen, muss ich sagen. Ich kann es nicht ganz so zuordnen und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so richtig. Ist ein Licht oder Schatten? Ich finde, also, ich muss sagen, jeder ist entweder ein Licht oder ein Schatten. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Menschen insgesamt gemeint war, aber. Ich finde, wir sind immer beides, Licht und Schatten. Es gibt schlechte Seiten, es gibt gute Seiten. Licht und Schatten ist immer so ein. Geht ineinander, finde ich. Ja, warte mal, was war nochmal? Hier bekommen und bin zu meinem Schließfach gegangen und dann kam meine Lehrerin zu und die so: Das ist doch vollkommener Quatsch und ich habe mich. Hat mich ausgedacht.
Der Dark Onion kam wieder raus und... Kann man so ehrenlos sein? Wie kann man so ehrenlos... Eine Lehrerin hat dich ausgelacht. Warte mal. Ich kann das auf den Blatt schreiben und ein paar Tage später habe ich mein Blatt wiederbekommen und bin... beim Schiedsrichter gegangen und da kam eine Lehrerin zu... Die so, es ist doch... Also wie, als Lehrerin, also wie kann man pädagogisch so daneben sein? Das geht ja gar nicht. Da absolut gar nicht. Ich bin aber immer etwas traurig, dass ich mich in meiner Freizeit mit niemandem wirklich treffe. Wenn ich komme morgen mein Cousin, Cousine, Cousin. Ja, dann meine ich, ich kann auch aus meiner Perspektive reden. Ich komme halt gut mit mir auch selber klar. Ich kann Sachen alleine machen, ich höre gerne mein Hörbuch an, ich laufe gerne alleine, ich spaziere alleine und so. Also ich komme gut mit mir alleine klar, deswegen stört mich das nicht so, wenn ich nur wenig Kontakt dafür guten Kontakt habe. Aber ich verstehe schon, dass das nicht für jeden was ist. Ich bin auch da das schwarze Schaf in der Familie, was das angeht. Aber klar, auch immer mit meiner Cousine zum Beispiel, da bringe ich sehr gerne Zeit. Die sehe ich auch nur sehr gerne, weil die sehr weit weg wohnt, aber bin ich auch immer froh, wenn ich mit der ein bisschen Zeit verbringen kann. Das freue ich mich auch immer wieder. Aber sagt, ich habe eher so wenig Kontakt, aber dafür guten Kontakt. So ist es bei mir immer. Der bringt immer gute Vibes, das ist ja echt gut. Ich bin mindestens zwei Lichter. Das finde ich auch ein guter Spruch. Ich bin mindestens zwei Lichter, der Spruch gefällt mir. Der ist cool, den merke ich mir. Kannst du auch, also, wenn du zwei Lichter bist, kannst du auch Licht für jemand anders sein, was ja auch mal so philosophisch gesehen schon sehr cool ist. Da können sich 20 Leute auf den Schulhof prügeln, das ist den Lehrern egal, aber wenn so eine Flagge hängt drauf, darfst du nur auf gepflasterten oder geteerten Boden sein. Nur mit der Fußspitze, die diese das Rindermulch betrührst. Du bist so der Kriminellste der Welt. Alter, das geht ja gar nicht. Das ist ja richtig bescheuert. Okay, das ist eigentlich auch witzig, also so als Außenstehender. Das ist schon witzig, wie man das jetzt so erzählt, aber eigentlich geht es gar nicht. Gerade die Lehrer müssen ja so Personen sein, die man zu hoch blicken kann, die Schüler leiten und Sachen beibringen. Wie mein Lehrer damals gesagt hat, für viele Schüler sind die Lehrer, oder viele Schüler sind die Lehrer mehr als ihre eigenen Eltern. Deswegen, Lehrer müssen einfach eine Person sein, die man hochblicken kann, die Kinder leiten. Und das macht da auf jeden Fall nicht. Verstehe vielleicht irgendwie eine Therapie. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ich habe eine Nachricht verpasst. Ach, hier, Quentin, die sind auch ein... Wer ich bin. Ah, okay, ist wahrscheinlich an Shadow gerichtet. Eins mit hellblau, hellpink und weiß, das, was die ganze Zeit nur drei und Unsinn macht. Und eins, das normal, aber ein bisschen unsicher leuchtet. Irgendwie in die Schule regeln muss. Ah, die Lichter. Also ein Licht mit hellblau, hellpink und weiß. Ist die ganze Zeit nur 3. Doppelpunkt 3 und Unsinn macht. Und eins, das normal, aber ein bisschen unsicher leuchtet. Irgendwie die Schule regeln muss. Ja, es ist ja, ja, okay. Aber ich finde, ich mag so Metaphern. Ich mag so Metaphern. Ich finde, jetzt spricht doch einfach so die Bücherseele aus mir raus. Ich finde, so Metaphern sind für Bücher immer ultra stark. Deswegen mag ich so Metaphern. Ich finde irgendwie immer, die haben irgendwas Schönes an sich auch wenn es nicht immer schön ist, aber es ist ein schöner Weg, das rüberzubringen, meine ich. Jedoch, und das sage ich dir auch, sage ich der Show auch, Shadow. Ha, selbst wenn ein Lichtling Schmerzen spürt, wie ein Schatten, sie spürt selbst, das ist. Wie ein Schatten sie spürt selbst, dann ist und bleibt er ein Lichtling. Scherge, aber Meister. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Lichtling. Lichtling, Shadow, Liebe geht raus, auf jeden Fall. Kann ich immer so gemein, Schatten-Shadow, macht das Sinn, Dark-Shadow, was auch immer. Ihr habt beide eure Daseinsberechtigung, aber der Lichtling-Shadow, Light, ist auch wirklich eine sehr tolle Persönlichkeit. Ich glaube, es ist nicht immer, sich mit einem Beamer zu verbinden. Das ist ja geil, okay, das ist gut. Geh jetzt und lass mich in Frieden, so in der Show wird halt immer vieles erklärt.
Also eben, Freitag und Samstag bin ich in Jugendherberge, deswegen kann ich nicht zu den Streams kommen, tut mir sehr leid. Ist doch gar kein Problem. Also wirklich, gar kein Problem. Genießt die Zeit dort. Das hat natürlich Vorrang. Vollkommen nachvollziehbar. Für manche Leute will ich einfach mit einer Waffe, ihr wisst schon. Also was ich gelernt habe immer, sie sind zwar komplette A-Löcher, die haben nichts Gutes verdient. Aber, also ich zumindest konnte das, weil ich habe mich schon sehr früh mit mir selber beschäftigt, sozusagen. Also ich wusste, wer ich bin, welche Leute ich mag und welche nicht. Und wenn dann die Leute hergekommen sind, also ich war halt immer offen, ich mag ja My Little Pony, bin so ein Brony. Und dann kam die, also habe ich es noch in der Schule erzählt, und dann kamen die Leute auf mich zu und sagen so, oh, dann kannst du heute gar keine My Little Pony gucken. Oh, wie schade, also wirklich. Dann haben sie so ein bisschen gekichert, gelacht, und ich sag so, ja, wirklich, ich würde es gern sehen. Bin ich wirklich schade, es kommt immer um 11 Uhr, und habe ich halt Schule, es geht also nicht. Aber Wochenende dann. Dann haben sie gemerkt, dass ich das gar nicht, also auf die Blenden gar nicht eingegangen bin, die sie da aufsichtlich gemacht haben. Und dann wurde es ihnen langweilig. Dann haben sie mich einfach in Ruhe gelassen, weil es ihnen langweilig wurde, weil sie gemerkt haben, bei mir tun sie da auf Granit stoßen. Und das war immer so meine Taktik, mit so Volltrottel umzugehen. Ach, mit Doppelpunkt 3 meinst du dieses Katzen-Emote? Okay, ich verstehe. Ich sage einfach etwas kinderfreundlich. Ich hatte mal versucht, mir eine ungesunde Menge an Schlaf... Okay, wollte ich ein bisschen sehr zu viel schlafen. Waren aber nur noch 2 übrig, das hätte nicht gereicht. Zum Glück. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht gereicht hat, Shadow. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Leben dich dazu gebracht hat, dass du hier jetzt in dem Stream bist, hier jetzt im Chat schreibst. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Ich bin froh, dich zu haben. Auf alle Fälle. Aber YouTube wollte jetzt zu einem Katzen-Emote machen. Jetzt hast du aber nicht gemacht. Ist das wirklich so? Bei mir nicht. Muss ich kurz mal ein paar Nachrichten wirklich ein bisschen überspringen oder halt nur kurz überlesen. Ich möchte auch ein bisschen Psychologie lernen, um Leuten zu helfen, das Leben anderer leichter zu machen. Bin ich wirklich sehr, sehr nobel, wirklich. Bin auch wirklich so, gerade Psychologie ist auch wirklich was sehr Interessantes. Also klar, das sind Helfen und so weiter, finde ich richtig, aber kann auch sehr faszinierend, finde ich. Bin auch so allgemein ist es wichtig oder ist es sehr interessant, darüber was zu lernen. Aber ich hoffe, du schaffst es, Quentin. Ich würde es dir wirklich sehr gönnen, dass du den Weg auch einschlagen kannst und Leuten helfen kannst und quasi für eine bessere Zukunft helfen kannst, die Leute positiv beeinflussen kannst. Spiel ist bitte meine Nachricht. Ja, ich habe gerade ein paar übersprungen. Also nur überflogen, meine ich. Ich verbinde mich in 50 Sekunden mit dem Beamer und die bekommen es nach einer halben Stunde immer noch nicht hin. Ja, manchmal ist das nicht so einfach, aber das kennt jeder. Da ich Filme in der Schule angucken und die wissen nicht, wie man den Film reinmacht. Kennt man. Da sorgte dafür, dass Shadow wieder mit mir sprach und er sagte, du bist sogar zu dumm, um dich selbst zu... Um zu schlafen. Was kannst du gegen eigentlich? Bist du nutzlos? So nutzlos war... Man... Also ich auch krass, gerade wenn man das also von sich selber, in Anführungsstrichen, hört, dann sitzt es ja einfach noch mehr, als wenn es jemand anderes einen sagt. Also das ist schon heftig. Kannst du meine Nachricht lesen? Bist du noch hier? Ja, bin noch hier. Das hat mich dann komplett fertig gemacht. Ich war wie gelähmt, ich hatte sogar kurz vergessen zu atmen und habe es nicht mal gemerkt, wie wieder... Nie wieder ich sowas erleben. Außer man das Schöne... Der Körper hat einen Selbsterhaltungstrieb. Du musst gar nicht dran denken zu atmen. Irgendwann machst du es automatisch wieder. Von alleine. Aber sag, ich bin wirklich froh, Shadow. Dass du immer noch da bist unter uns. Weit auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber. Freut mich wirklich sehr, dass du hier bist. Bei Dark Quentin auch 1:1 so. Aber dann bin ich auch wirklich, also auch dann bei dir, Quentin. Muss ich halt sagen, ich bin echt froh, euch hier in der Community, auch in der Community zu haben. Wenn ich wirklich eins von dieser ganzen YouTube-Sache mitnehmen will, also wenn ich also für die Zukunft, wie ich einen Kopf behalten will, ist, dass ich solche Menschen wie euch hier helfen konnte und irgendwie hier einen Platz euch gefunden habt und ihr zwei euch gefunden habt, Marie auch einfach so ein Safe Space für Leute schaffen konnte. Das will ich auf jeden Fall immer im Kopf behalten, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist sowas, worauf ich wirklich stolz bin und Star natürlich auch, aber jetzt nur von meiner Ansicht, von meiner Erfahrung.
Also ich, das nehme ich auf jeden Fall mit. Da bin ich richtig stolz drauf. Geht bei mir nicht. Nackenschüt. Ja. Ich bin glücklich, dass wir alle heute genauso wie wir sind in diesem Chat sind. Ja, genau, wirklich. Einfach nur richtig viele wunderbare Leute hier drin, ne? Da bin ich wirklich sehr, sehr froh darüber. Bin ich wirklich sehr glücklich. Und Gushu Gaming, manchmal muss man wirklich Gewalt anwenden, das gehört dazu. Wie gesagt, auch der bei mir in der Geschichte, der hat jemanden über den Tisch gezogen, um kurz seine Grenzen zu zeigen. Manchmal ist es halt einfach das, was einfach gemacht werden muss. Du bist der Beste. Da muss ich dich korrigieren, ihr seid die Besten. Ihr alle da vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm. Psychologie kein Beruf? Was? Psychologie kein Beruf? Was ist das für eine Aussage? Ja, die haben mal so, also wer das sagt, hat absolut gar keine Ahnung. Der kann direkt leise sein. Wenn ich in der Schule Pause habe, dann gehe ich zu meinem Freund und wir machen immer so Videospiele nach und das finde ich witzig. Da hatte ich auch so eine Person, haben uns über World of Warcraft kennengelernt, also das hat uns verbunden. Dann haben wir auch immer so unsere Videospielreferenzen gemacht, waren so eigenes Ding, sind immer Pausenhof gelaufen. Das war auch sehr nett, das kenne ich. Viele sagen auch Psychologen, sind keine Hilfe, die wollen nur Geld und reden nur rum. Da denke ich, wie immer, hey, ich bin komplett am A, will mir Hilfe suchen und dann sagt sowas. Es ist doch komplett aus. Also die Leute haben absolut gar keine Ahnung. Da würde ich einfach so einen imaginären Stempel drauf machen. Die Person hat absolut nur Ahnung, Stempel drauf. Und komplett, egal was er sagt, einfach ignorieren. Die Meinung kann man nicht ernst nehmen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also kompletter Schwachsinn. Ich verstehe es nicht, wie man sowas sagen kann. Hier ist so ein Ort, wo man akzeptiert wird, wie man ist. Ja, genau, finde ich auch. Ich habe auch keinen Grund, euch zu verurteilen irgendwie. Ihr seid für mich einfach tolle Menschen. Ich rede euch gerne, sagen mir nichts Böses wollt, will ich euch auch nichts Böses. Und das, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wider, die Leute, die dann hier im Chat dann drinnen bleiben. Wo das dann quasi widerspiegelt, ihr habt ähnliche Ansichten, weil ihr euch dann hier wohlfühlt und da bleibt. Meiner in der Klasse, der hatte einfach so mit allen Schülern um sich rum interessante und definitiv nicht mit der Schulregeln konforme Sachen gemacht. Was? Und das ist nur selten passiert, aber zum Glück konnte er sich wegen vorher angesprochenen interessanten Gewohnheiten nicht bei den Lehrern beschweren können. Ich glaube, ich will gar nicht erst wissen, was er wirklich gemacht hat. Ich glaube, ich will das nicht wissen. Das ist für meine Gesundheit besser, wenn ich das nicht weiß, was der interessant ist und definitiv nicht gegen die Schulregeln konforme Sachen gemacht hat. Das Traurige ist, ich bin vielleicht noch hier, aber manchmal Leute, die hatten dann Pech, zumindest für ihre böse Persönlichkeit, Glück für. Oder wäre es Glück gewesen, wenn ich genug Schlaf bekommen hätte. Aber umso mehr muss man das dann auch wertschätzen, also wirklich. Umso mehr muss ich das wertschätzen, dass du noch da bist, Shadow und Quentin und alle anderen hier auch. Und vor allem auch du, dann der Lichtling in dir, du musst es schätzen, dass du noch da bist. Auch für dich, vor allem für dich. Aber auch für die anderen, die es halt dann nicht geschafft haben, wo die eine Seite halt besiegt hat. In der gleichen Stunde noch, wo das mit mir angefangen hat, hat er einen Tischtennisschläger auf den Kopf bekommen. Ich krieg danach immer Schock, wenn ich sowas mache, da ich das wirklich nicht will. Ja, manchmal ist es auch die einzige Sprache, die sie verstehen. Ich hatte meine auch in meiner Klasse. Ich glaube, das Verrückteste, was mir passiert ist. Also immer wenn ich in der Pause oder sowas nach, ich tue halt gerne so schlafen. Also einfach Kopf drauf und dann schlafe ich halt eine Runde für 10 Minuten oder so. Und dann kam der mit dem Feuerzeug und wollte meine Haare anzünden. Oder weißt du, was, eine Schere, keine Ahnung, Schere habe ich auch mal gemacht. Ich habe das halt nicht mitbekommen, weil ich halt geschlafen habe. Aber jemand anderes hat es dann verhindert. Und dann habe ich auch gedacht, wie kann man nur so zurückgeblieben sein? Weiß ich nicht. Hast du meine Nachricht Short Mario macht den Garten gelesen? Ja. Ich habe jede Nachricht gelesen. Ich lese die immer, aber ich tue nicht immer Antworten. So selten passiert, aber zum Glück konnte er sich wegen vorher angesprochenen. Ach, habe ich vorgelesen, ich trottel. Jedes Video. Da wird bestimmt auch eine große Unterstützung, Ian. Also wirklich, vielen Dank. 28 Schüler habe ich. Ich finde auch, die Klassen sind allgemein zu groß. Die beste Klasse, die ich jemals hatte, die war, es waren 11 Leute. Man war
untereinander, die Lehrer hatten Zeit für einen. Man konnte sich auch gut verstehen und so, aber 28 Schüler in einer Klasse ist einfach zu viel. Aber es ist einfach nicht in dem Schulsystem, wie es heute halt ist, da ist sowas nicht anders möglich. Das müsste komplett reformiert werden. Das ist immer das Problem auch. Darf ich kurz mit dir reden? Hier kann jeder was reden. Ich mag dich, du bist echt ein toller Freund. Vielen Dank, ihr seid auch wirklich echt tolle Personen da in der Community. Ihr seid alle wirklich toll. Auch du, Stefan. Ich denke mir jeden Tag, vielleicht werde ich irgendwann drüber lachen, über alles, was war, das denke ich nun schon seit fast 4 Jahren. Aber es wird irgendwann, wird der Zeitpunkt kommen, da bin ich mir echt sicher. Weil das alles so eine entfernte Erinnerung ist und du damit besser klarkommst als heute sozusagen. Das wird auf jeden Fall noch, wird auf jeden Fall kommen, ich bin mir ganz sicher. Bei uns in der Klasse sind so komische, die sagen wir, die neuesten Mode haben, wo man aus Augenkrebs... okay. Gut beschrieben. Wenn du nicht die neueste Klamotten trägst, wirst du als Kringverdiener, der sich die Klamotten nicht verdienen, leisten kann, abgestempelt. Irgendein Kringverdiener, der mit einem P und 2x200 Euro, 400 Euro Monitor ist also ein Kringverdiener. Kringverdiener ist eh voll der Schwachsinn. Ich sag so, ich bin auch ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen, aber bin interessiert. Was hat das Geheimnis irgendwie über die Person auszusagen? Ob man Kringverdiener ist oder nicht? Was hat das jetzt auszusagen über die Person? Ob man sich die neueste Mode hat oder abgetragene Klamotten, das sagt doch nichts über die Person aus. Das ist so komplett irrelevant. Ich verstehe das nicht. Wieso man sich darauf so versteift? Aber ich glaube, nein, ich weiß, dass dieser Satz eines Tages wahr werden wird. Ich glaube, auf jeden Fall wird er wahr. Also ich wünsche mir es für dich, Shadow, und ich bin mir auch ganz sicher. Und auch für dich, Quentin. Also ich vergesse, du mal mit Shadow reden kannst, ja, aber ich glaube, bei dir auch, Quentin. Weil ich weiß ja, so wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr wirklich wunderbare Menschen. Und es gibt auch Menschen geben, die das dann irgendwann auch wertschätzen werden. Die hinter das Ganze schauen können, die euch helfen, die euch so nehmen, wie ihr seid. Also wenn ich das sehen kann, wie das hier wunderbar ist, dann können es auch andere Menschen, da bin ich mir sicher. Was sagst du eigentlich dazu? Ich weiß ja nicht mehr genau, was geschrieben wurde, aber ich habe es gelesen. Ich müsste nochmal lesen, aber kamen immer viele Kommentare. Aber ich lese alle, aber ich kann es nicht genau sagen, welcher deiner war. Mit 31, mittlerweile noch 28, 31. Ich glaube, damals das höchste bei mir waren 26, das höchste. Das ist einfach viel zu viel, das kannst du so vergessen. Mein Mitschüler schläft im Unterricht. Habe ich auch mal, ich bin im Unterricht eingeschlafen und dann kommt mein Nebensitzer. Also ich schlafe hier so. Mein Nebensitzer hier hinten dann sagt dann so, Herr Lehrer, ich glaube, der Nunu schläft. Und dann Lehrer. Gab's das mal? Er hat gesagt, ja, hat mich dann geweckt und dann haben alle gelacht und so. Aber wieso schreckt man und sagt, ich glaube, der Nunu schläft, statt einfach sagt, wach mal auf und mich so schüttelt? Warum zum Hafer muss man das der Lehrerin sagen und der ganzen Klasse? Ich verstehe es bis heute nicht. Das macht gar keinen Sinn. War tatsächlich die Community und 2 Leute in der Community. Aber es freut mich echt für dich, Quentin. Genau das war, was ich auch meinte. Wenn ich eins mitnehmen, auf jeden Fall für den Ganzen behalten würde, ist wirklich, dass ich Leuten wirklich einen Safe Space bieten konnte und denen helfen konnte. Wirklich, das ist ein schönes Gefühl. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Nee, die Schule ist ein Teufelskreis. Ich bin davon nicht betroffen, aber das Teufelskreissystem. Du bist unterfordert und weil dir langweilig ist, machst du Quatsch und bekommst eine schlechte Note wegen Unterrichtsstörung. Durch die schlechte Note bleibst du sitzen, bist doppelt unterfordert. Aber muss ich sagen, ich war in der Schule auch immer unterfordert. Ich habe den einfachen Weg gegangen. Ich war wahrscheinlich in mancher Hinsicht hochbegabt. Wurde nie getestet, deswegen einfach nur eine Anmaßung von mir. Gerade in Mathe war ich immer unterfordert. Aber ich habe nie Quatsch gemacht. Ich habe dann einfach ein bisschen selber drüber nachgedacht, hab meinen Blog reingemalt, hab einfach Sachen gemacht und für mich selber beschäftigt, gerade im Kopf und so weiter. Aber gestört habe ich nie.
Okay, manchmal vielleicht schon, aber das ist ja so normal, dass man immer wieder mal kurz was mit seinem Nebensitz aspiriert oder sowas in der Art. Aber es muss nicht zwingend ein Teufelskreis sein, weil ich konnte mich gut mit mir beschäftigen. Vielleicht weiß ich, vielleicht kann ich deswegen auch so gut wissen, wer ich bin und komme damit gut klar. Wie fies? Nee, warte mal. Oh Gott, nee, Schule ist dein Teufelskreis, sitzen. Ja. Mit den Nachbarn und so weiter. Ich würde gern bis zum Ende bleiben, aber ich bin sehr müde. Ja, dann geh ins Bett. Nichts ist wichtiger als Schlaf, der Stream schon gar nicht. Wie meinst du das Cookie mit wie fies? Habe ich die Nachricht verpasst? Nun, ich gebe keine Aufregung, aber schätze mal mein Alter. Hätte gesagt 17. Ich hätte dich auf 17 getippt. Du musst jetzt nicht, also nicht nichts dazu sagen. Ich kann mir ja, die eine Hilfe ist, für mich ist die auch eine Hilfe, aber zum Glück habe ich im Real Life auch noch eine Hilfe. Eine Chance auf eine bessere Zukunft. Auf jeden Fall bin ich auch wirklich froh über dich, Shadow. Ich hoffe auch, die Chance wird wirklich eine bessere Zukunft. Also ich drücke dir wirklich die Daumen, ich würde es mir echt sehr für dich wünschen, auch für dich, Quentin. Die Modetypen aus meiner Klasse sind auch voll arrogant und denken, sie seien was Besseres, aber da sind sie einfach nur A-Löcher. Das ist halt wirklich so. Krass, Mode ist komplett egal. Es war aber auch im Englisch so, da haben wir über Mode geredet. Also im Englischen quasi, musst du dazu bringen, Mode, und dann kam halt die Frage, so, what do you think about Trends, also im Sinne von Klamotten und so, und ich sag dann, was heißt, ist mir egal, und dann, I don't care, so, ja, I don't care, und fertig. Ich bin doch egal, was die Leute für Mode tragen, was ich für Mode trage, das sagt nichts über die Person aus. Deswegen, keine Ahnung, die ganzen Leute, die auf Modetypen, die sind einfach, keine Ahnung, haben falsche Prioritäten. Wie man auch noch sagen wollte, das Roleplay hier ist wirklich wunderbar. Ich stelle mir die Geschichten gerne bildlich vor. Wenn Lemmy zum Beispiel was sagt, stelle ich mir das so vor, als wenn es so bildlich passieren würde. Jede Mundbewegung, jeder Arm und deine Bewegungen, jeden Hintergrund zum Beispiel, auch mit fallenden Schnee, es ist wundervoll. Vielleicht auch deswegen, aber du machst es immer so recht, auch so recht bildlich mit. Also, Shadow sagt mit einer Träne im Auge und dann schreibst du das, dann wird es unterbrochen von Kirion und so weiter. Also immer so auch so sehr bildlich beschrieben auf jeden Fall. Vielleicht kommt es auch daher dann. Ich hatte nur über die Story mit dem Einschlafen geredet. Ach so, ja, sorry, hab ich. Ja, okay, es macht Sinn. Es war wirklich fies. Ich verstehe es bis heute nicht. Zweites Mal bin ich auch eingeschlafen. Da habe ich zwar war in einem langweiligen Film, da bin ich eingeschlafen. Dann kam mein Lehrer mit so einem Buch neben mich und hat das Buch neben mir auf den Tisch geklatscht. Und ich habe mir wirklich fast in die Hose gemacht. Ich habe mich so erschrocken. Danach war ich aber wach. Mich nervt die mündliche Note. Die meldet mich nicht, weil ich nie drangenommen werde, weil ich der Lehrer weiß, dass ich es weiß. Wenn ein Bock mit mir das Arm abfällt, melde ich mich in den Block. Das heißt wieder, du hörst nicht zu und dann heiße ich der Arbeit alles so her. Aber das kenne ich, da hatte meine Schule ein gutes System. In meiner Schule war das so. Jeder startet bei einer 3. Mündliche Note ist immer eine 3. Fällst du negativ auf, dann wird die Note schlechter. Zu einer 4, zu einer 5, zu einer 6. Wirst du mal aufgerufen und sagst was Gutes, bist du nicht auffällig und also nicht laut und so weiter, dann wird es besser. Zu einer 2. Und wenn du richtig oft die streckst, dann kriegst du eine 1. Und das ist so in Ordnung. Dass man von dem. Also neutral ausgeht und machst, tust du nicht negativ auffallen, wird es eine 2. Tust du dich beteiligen, wird es eine 1 und in eine andere Richtung halt andersrum dann. Ja, die wurde anscheinend wirklich doppelt verschickt. Hat es mir gar nicht aufgefallen, nämlich komplett übersprungen. Nur da könnt ihr mich nicht weniger interessieren. Dito, da bin ich dabei. I don't care, würde ich zu meiner alten Englischlehrerin sagen. Außer Katzen und die sind toll. Ja. Ha, okay. Katzen und ja. Katzen und sollte jeder tragen. Das stimmt. Ich bin noch da und ich schäme mich für meine Haare. Aller brauche ich gar nicht erst anfangen. Ich habe den Haarausfall vererbt bekommen und habe mit 20 schon angefangen, meine Haare zu verlieren. So ist es halt. Man muss das Beste draus machen und schämen.
Trinkt doch jetzt auch nicht viel. Einfach froh sein ist, was man hat, wie man aussieht und wer man ist. So, aber jetzt habe ich es für mich zumindest gelernt. Habe ich halt Haarausfall, das nervt, das ist jetzt auch nicht gerade das Schönste, aber... Wenn bin ich das und wenn jemand mich wegen den Haarausfall nicht, wegen meinen Haaren nicht mag, weiß ich nicht, ob ich mit der Person zwingend abhängen möchte. Unsere Klassenlehrerin macht immer so eine Babystimme und tut so, als wären wir eins und lernen gerade sprechen. Die ganze Klasse ist davon genervt. Oh Gott, das ist ja, oh, das ist... Wie würde die Jugend von heute sagen, das ist cringe? Es ist schon ein bisschen cringe. Tipp sie nett von dem, Alter, bin ich noch 1,5 Jahre in. Jetzt hast du es doch geleakt. Okay, ich meine, du könntest jetzt 18,5 sein oder 16,5. Nee, ist 15,5. Naja. Bin auch 17. Auch, ich bin, wie gesagt, nicht 17. Sehr gut. Sehr gut. Aber jetzt muss ich, Digga, sheesh, wie cringe ist die? Das ist voll Astronaut. Hat ja auch ein Englischbuch drin, ne? Da kann man so, einen Text anhören. Und da musst du da was dazu schreiben. Und dann haben halt quasi die Jugend von heute nachgemacht. Und dann kam halt so, boah, das ist voll Astronaut. Und die ganze Klasse hat sich einfach nicht mehr gekriegt. Das ist voll Astronaut. Das war, also das meine ich schon lange her jetzt, aber trotzdem. Das ist schon voll Astronaut. Jugendsprache hoch 10. Jetzt muss ich mich wirklich mal langsam verabschieden. Also mein Magen meldet sich schon, die Lasagne schreit immer noch. Vielleicht freut sie sich, dass sie so lange überleben darf. Die freut sich. Aber ich muss mich da jetzt wirklich verabschieden. Wir sollten einfach mal wirklich so einen ganzen Stream von Anfang bis Ende 3 Stunden einfach quatschen. Ich sehe, wir haben genug Themen, wir können genug über genug reden. Muss mir auch einmal machen, auf jeden Fall. Aber ich würde mich bei allen bedanken, die dabei waren, vor allem jetzt so lange noch mit, sich mit mir unterhalten haben. Adresse ist übrigens... Warte mal. Düdüdüd. Oh Mann, ich sehe die nicht. Wo ist die? Ich will die Nachricht löschen. Ich sehe die nicht. Hast du die schon gelöscht? Ist sie schon weg? Nee, da. Keine Adressen liegen, ob das stimmt oder nicht, aber das liegen wir nicht. Weg ist die Nachricht. Denkt mal, nee, Lasagne. Mist, das stimmt wirklich. Das ist noch schon. Mein Magen ist so leer, mein Kopf fokussiert so auf Essen, dass ich schon die schon alle halluziniere. Die richtige Adresse hat mich für immer geheim. Sehr gut, aber ich habe es trotzdem gelöscht. Da will ich gar nicht erst da bin ich lieber auf Nummer sicher gehen. Wollte jemand Atem mal gessen? Am Ende kommt aber keine Auflösung. Ich hätte so 15 gesagt, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich so 15 im Kopf. Ja, die Adressen, die erlaubt sind, sind ja Adressen in Scheihausen. Ah, auf jeden Fall. Scheihausen, da könnt ihr alles leaken. Da wohnt meine Oma, meine Mutter, da wohnt mein Hund sogar in einem eigenen Haus. Da könnt ihr jede Adresse wissen, auf jeden Fall. Hab ich vorher erkundigt, die Adresse gibt es nicht. Ist trotzdem schon gelöscht. Da sagt, da gehe ich gar nicht erst auf, da gehe ich gar nicht das Risiko erst ein. Aber gut, dass es nicht die echte war. Da bin ich beruhigt. Meine Oma wohnt neben mir. So ein Zufall, da wohne ich auch. So ein Zufall. Gute Nacht, Kappenbruder. Gute Nacht, Kappenschwester. Jetzt wünsche ich euch wirklich... Garfield hat Hunger. Ja, aber ich mag Montag. Ich bin wirklich Garfield. Ich liebe Lasagne. Aber danke, dass alle dabei waren, die so lange mit mir unterhalten haben, die mitgespielt haben, die bei dem Thema wirklich positive Worte und aufmunternde Worte gebracht haben. Ich liebe geht raus an euch alle. Ihr seid wirklich alle wunderbar. Wenn jemand was anderes behauptet... Der Typ hat keine Ahnung. Ihr seid wirklich wunderbare Menschen. Lasst es euch wirklich nochmal sagen. Ihr seid alle wunderbar. Ja, die Nachricht ist wirklich gelöscht. Vielleicht kannst du sie noch sehen, weil... Du die... Aber bei Flamp, ich weiß nicht. Aber ich habe sie gelöscht, ja. Ich habe sie gelöscht. Weiß nicht, ob sie noch da ist. Aber jetzt tue ich mich wirklich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wirklich schönen, wunderschönen guten Abend. Freitag um 18 Uhr geht's weiter mit Star, der dann Mario Maker spielt, eure Level. Schaltet ein, seid dabei. Ansonsten, Liebe geht raus an euch alle. Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, 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 bye.